Schließ dich doch deine Tasche zu. Alles klar. So. Dauert es nicht mehr lang, wir werden uns wahrscheinlich noch was anrichten. Erste Rückkopplungen. Das hört sich gut an. Das hört sich, ich finde, Rückkopplungen sind absolut unabdingbar. Man braucht Rückkopplungen, sonst weiß man nicht, dass es ernst ist. Also in diesen Filmen, wenn ihr nicht an die PA steht, kommt immer zuerst Rückkopplungen, so und dann erst und dann kommt die Rede. So ist es. Wir sind soweit. Es ist großartig, dass wir soweit sind. Ich bin Fritz und ich sage Hallo und herzlich willkommen zur Gründungsversammlung des Kreisverbands Augsburg der Piratenpartei Deutschland. So. Yeah. Ich hätte gerne eine Rückmeldung von ganz hinten bei Kadi oder noch weiter. Hört ihr mich? Ja! Deutlich jedes Wort, ja, ja. Ah, da kommt hinten meine Ja-Karte. Super, ja, da auch, ja, großartig. Wir können anfangen. Ich hätte gerne jemanden, der die Tagesordnung parat hat. Kann sich jemand melden, der die Tagesordnung in der Hand hat? Dann können wir danach vorgehen. Kann jemand die Tagesordnung mitgenommen? Der liegt schon vorne beim Winzer auf seinem Laptop. So, eröffnet haben wir es, oder? Wir haben den Landesvorstand übergangen, aber das ist in Schwaben ganz normal. Finde ich völlig in Ordnung. Feststellung der Beschlussfähigkeit. Also, ich stelle jetzt einfach mal fest. Ich stelle jetzt mal fest, dass die Beschlussfähigkeit erreicht ist, weil wir haben mehr als drei anwesende Piraten. Eine Frage an die anwesenden Piraten: Seid ihr ordnungsgemäß geladen worden? Seid ihr in Textform und wenn ihr unfähig wart, das zu beantworten, auch in Schriftform eingeladen worden? Schon, oder? Ihr seid ja wenigstens alle da, also muss es geklappt haben. Dann haben wir eine Tagesordnung und wir können uns verabschieden. Tagesordnung, ich gehe nicht schnell durch, ja. Ich halte euch nicht lang auf. Wir wollten ja jetzt dann schnell zu den wichtigeren Dingen. Bisher steht die Wahl, bin ich auch aufmerksam gemacht worden, die Wahl des Versammlungsleiters an zweiter Stelle erst. Das ist ja schrecklich. Wir können die auch vorziehen. Und, ja genau, die. Und, nee, ich finde, wir sollten die Formalien zuerst abhaken und dann so richtig wählen und so uns also noch herzenslos Demokratie betreiben. Wenn man das höher stellen kann, dann sehen es alle, weil da steht immer Leute dazwischen, das sieht man sonst nicht. Ja, müssen die Leute sehen. Ja, das kann man nicht höher stellen, weil die Wand und so weiter. Oder? Kann man das höher stellen? Wo sind denn die Lichtpiraten? Die Leute sollen sich halt hinsetzen. Beamer-Piraten. Einfach hinsetzen, dann geht's doch schon. Einfach hinsetzen. Ah, gute Idee. Danke, Kadi. Die Mitglieder aus Augsburg Land und Stadt, ich hoffe, die fühlen sich bereits aufs Herzlichste begrüßt. Steht hier nämlich drauf. Mache ich nochmal Hallo alle. Toll, dass ihr da seid. Gegebenenfalls namentliche Begrüßung der Gäste. Ich begrüße die Gäste nicht namentlich. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Es sind so viele tolle Gäste heute da. Ich finde es geil. Hallo. Wir möchten bitte gerne feststellen, ob Öffentlichkeit erwünscht ist. Also ich persönlich finde ja natürlich, aber was meint ihr? Ja, abstimmen. Also abstimmen los. Ja, das macht doch nichts. Das ist alles ja, es ist sehr bejahend. Ich finde, das Meinungsbild ist sehr, also die Abstimmung ist sehr eindeutig ausgefallen. Also Öffentlichkeit ist erwünscht. Hallo Öffentlichkeit. Damit ist auch Feststellung, dass während der Sitzung Bild- und oder Tonaufnahmen gestattet sind. Ist es so? Wer ist dafür, dass man Bild- und oder Tonaufnahmen gestattet? Gegenstimmen? Weiß nicht. Irgendwas? Okay. Super, super, danke. Ist Streaming erwünscht? Wollt ihr gestreamt werden? Ja? Ja? Ja, schon. Doch.
wir müssen uns einigen. Also es tut mir leid, ich weiß, es ist hart, aber wir müssen uns einigen auf einen Protokollführer. Gibt es Vorschläge für... Du willst gerne Protokollführer. Sind alle einverstanden? Kannst du aufstehen, kurz? Stopp. Gegenstimmen? Also Kathi, Michi und Alex würden Protokoll führen hier. Wollt ihr das machen? Ja. Ihr zu dritt? Ja. Das ist ein gutes Team. Sind alle mit diesem Vorschlag einverstanden? Ja, großartig. Dann. Wie lange gibt es nicht mehr? Still. Verabschiedung der Geschäftsordnung. Haben wir die Geschäftsordnung heute? Wir hatten eine dabei. Ich weiß ja nicht, wie man es. Ich habe gerade gehört, die war im Wiki, das heißt, ihr kennt die alle, habt ihr auch schon gelesen. Super. Das heißt, wenn die im Wiki war, habe ich sie auch schon gelesen. Seid ihr einverstanden, dass wir diese Geschäftsordnung jetzt heute mal für diese Versammlung so mögen? Ist das okay für euch? Vorlesen, Fritz. Ja, nee, ich lese die nicht vor. Steht im Wiki. Ja? Was im Wiki steht, muss man nicht vorlesen. Das ist ganz alte Piratenregel. Damit hätten wir die Formalia abgehandelt. Tapfer, also ihr habt durchgehalten, finde ich gut. Wir kommen jetzt zum lustigen Teil, Wahl des Versammlungsleiters. Haben wir Kandidaten? Kandidaten? Noch mehr Kandidaten? Martin ist Kandidat. Er ist ein großer Kandidat und Alex auch Kandidat. Du wirst echt kandidieren. Schon wieder. Du hast doch neulich schon kandidiert. Das ist ja wurscht. Die beiden. Also sollen wir jetzt beide wählen oder nur einen? Ja. Wenn einer von euch raus muss, ist der andere immer noch da. Also ich mache jetzt den Vorschlag, ich mache der Versammlung den Vorschlag, dass die beiden die Versammlung leiten sollen. Ist das okay für euch? Wollt ihr das? Ja, das sieht gut aus, danke, danke. Applaus. Insofern würde ich jetzt das Mikrofon abgeben. Ja, ich bin gerne, aber ich weiß nicht, was wir tun werden. Ja, dann macht es bitte gehört, oder? Geht auch, oder? So, da bringen wir auch hin. Nein, der hat schon gut. Es gibt ein Tab bereits. Ah, eins? Kannst du mich auch irgendwie mal? Ja, ich will mich noch kurz vorstellen für die, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Martin Kraus, ich bin der stellvertretende Vorsitzende vom Landesverband Bayern und freue mich hier bei euch, die Versammlungsseite machen zu dürfen. Als erster Punkt, den wir jetzt haben, sind tatsächlich noch ein paar Wahlen zu den weiteren Versammlungsämtern. Und zwar wäre da als allererstes der Wahlleiter und dieser Wahlleiter beruft dann seine Wahlhelfer. Wer kandidiert denn für den Wahlleiter? Das ist der TJ. Gibt es noch weitere Personen, die für den Wahlleiter kandidieren? Da gibt es noch den Oliver. Okay. Jetzt ist es so, ich würde jetzt vorschlagen, einfach der Reihenfolge nach, ich muss zuerst fragen in eurer Geschäftsordnung vor der Wahl des Wahlleiters, ob jemand eine geheime Wahl des Wahlleiters wünscht. Das steht bei euch in der neuen, euch gerade gegebenen Geschäftsordnung drin. Wünscht jemand eine geheime Wahl des Wahlleiters? Da sehe ich niemanden, dann machen wir das also per Handzeichen. Ich mache das jetzt schlicht und einfach in Reihenfolge der Eingänge. Wer ist dafür, dass TJ, das ist er, die Wahlleitung übernimmt? Bitte jetzt die Karten heben. Okay. Wer ist dafür, dass Oliver, das ist er, die Wahlleitung übernimmt? Okay, das ist eindeutig. Das ist eindeutig. TJ ist von euch zum Wahlleiter bestimmt worden. Vielen Dank für eure Wahl. Und nun ist es so, dass der TJ sich Wahlleiter bestimmen kann. Wahlhelfer bestimmen kann. Diese Wahlhelfer, die er jetzt bestimmt, vielleicht will er auch immer freiwillig mitmachen, können von der Versammlung abgelehnt werden. Falls jemand sagt, dieser oder jene vertraue ich nicht, dann können die abgelehnt werden.
Ansonsten ist nur das Wahlhelfer, die sich zur Verfügung stellen, nicht an den Wahlen mithelfen dürfen, wo sie sich eventuell selber zur Wahl stellen. Das geht natürlich nicht. Aber ansonsten dürfen sie natürlich weiter mitmachen. DJ, hast du schon eine Crew beisammen? Oder? Es geht darum, dass du mit der Kali jetzt vielleicht unten das bereit hast. Also, vorgeschlagen oder sich selber vorgeschlagen haben die Silvia aus Grimsburg, die Emanuel aus München. Und wenn jemand anders möchte oder wenn jemand was. Okay, der Andi würde auch noch mitmachen und Sören. Okay, vier Wahlhelfer reichen voll und ganz aus. Wir haben jetzt anscheinend etwas über 40 akkreditierte Piraten. Von daher, jemand etwas gegen einen von den drei, vielleicht können die vier mal kurz aufstehen. Und wenn jemand etwas Einwände gegen diejenigen hat, dann soll er sich bitte jetzt melden. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn du dich schon vorstellst, dann stell dich auch vor. Ich bin auch im Landesvorstand, Felix Lessmann, der politische Geschäftsführer. Emanuel. Entsprechend schön, dass der Landesvorstand schön der Basisdienst. Gut, nächster Punkt ist Aussprache über die Gründung des Kreisverbandes. Feststellung, dass die Gründung eines KV erwünscht ist. Ist die Gründung eines Kreisverbandes erwünscht? Gut, das ist gleichzeitig die Abstimmung über die Gründung. Ist jemand dagegen, dass ein Kreisverband gegründet wird? Nein, einmütig angenommen. Insofern gehen wir zum nächsten Punkt, nämlich Satzung, Diskussion über offene Punkte der Satzung. So wie ich es mitbekommen habe, hat jeder mit der Einladung die Satzung auch bekommen. Insofern werde ich darauf verzichten, diese Satzung vorzulesen oder auf den Beamer drauf zu tun, weil sonst sind wir morgen. Wie wollen wir die Satzung? Gibt es Einwände gegen diese Satzung grundsätzlich? Gibt es jemand, der sagt, dieser oder jener Punkt sollte anders geschrieben sein? Gut, also immerhin gibt es keine Satzungsänderungsanträge, bevor ihr euch überhaupt eine Satzung gegeben habt. Das ist nicht schlecht. Ja? Ein Punkt klingt vielleicht ein bisschen komisch. Ein Punkt hätte tatsächlich ich. Ihr habt ganz, doch in dem Fall, ich möchte es anregen, ich darf nicht mit abstimmen, aber ich darf anregen, in einem Punkt eurer Satzung, nämlich in der Sache mit dem Protokoll, legt ihr fest, dass die Versammlungsleitung bei Abgabe des Protokolls an Eidesstatt versichert, dass die Wahlen geheim abgelaufen sind. Ich persönlich sehe das so, ich würde das machen, wenn es tatsächlich von euch gewünscht ist. Ich sehe es aber nicht so, dass, also mit einer eidesstattlichen Versicherung, das ist schon harter Tobak. Ich finde, klar, dadurch, wir müssen das alles geheim durchführen und da werden wir auch hier in der Versammlungsleitung und mit dem TJ sicherlich dafür sorgen, dass es alles richtig und korrekt und nicht anfechtbar abläuft. Aber ich möchte euch bitten, eventuell einfach diesen Punkt rauszunehmen. Ich sehe es nicht als notwendig an, dass man da als Versammlungsleiter eine Erklärung an Eidesstatt abgeben muss. Das ist aber der einzige Punkt, ansonsten fand ich das gar nicht schlecht, was ihr da geschrieben. Ich würde sie abgeben, wenn es von euch gewünscht ist, aber es muss nicht sein. Du hast es bis dahin, oder? Genau. Und zwar möchte ich kurz bitten für einen, der die Satzung vor sich hat. Das ist, glaube ich, einer der allerletzten Punkte. Ansonsten kann ich auch schnell mal Wiki nachblättern. Ich meine, der vorletzte Punkt der Ordnung ist das eventuell Paragraph 17 könnte sein. 11.2 ist das. Kann das eventuell jemand auf den Beamer bringen? Kriegen wir das zusammen? Ich habe selber schon geliehen. Sorry. Das ist die Straße da oben. Das ist die Straße. Wer heißt denn der Tobias? Der Tobias Krümke. Wie ist
soll mal sein, ich weiß nicht. Wer das muss richtig schreiben. Moment. Du bist Wahlhelfer. Ja. Zusammen mit der Silvia. Und den Veranern. Andi und Jörg Meier. Brauchen wir noch? Moment. Das ist bei der Gründungserfahrung. Geld gibt es auf jeden Fall. Kriegst du noch 4 Euro? Bei der Gründungsversammlung im Wiki steht es drin. Ach nee, du hast die 50. Ansonsten, wenn gerade am Suchen ist, sind denn von eurer Seite, will irgendjemand noch, der die Satzung durchgelesen hat, ein paar Punkte, die vielleicht hier ansprechen möchte, wo er Fragen hätte? Das ist jetzt auch der Punkt, bevor man was beschließt. Wenn man Fragen dazu hat, wenn einem noch nicht was ganz klar ist und man sich nicht sicher ist, das ist jetzt der Punkt, wo man sagen sollte, hier, ich möchte dieses oder jenes nochmal gerne durch. Oder Anfragen einfach. Das wäre jetzt auch das Forum dazu. Wer also Fragen hat, bitte melden. Genau, und jetzt kann man eben, jetzt geht es noch am einfachsten. Gegen später kann man Änderungen nur noch mit 2/3 Mehrheit durchführen. Jetzt könnt ihr einfach noch so beschließen, am Schluss mit 2/3 Mehrheit, aber ihr könnt es einfach darüber noch umstreichen, wie ihr wollt. Hier, 11.2, Paragraph 11.2, das ist dieser Punkt hier. Das Protokoll der Versammlung ist vom Versammlungsleiter und 2 weiteren Teilnehmern zu unterschreiben. Sie haben dabei einen Eidesstand zu versichern, dass die Wahl der Bewerber und die Reihenfolge der Listenkandidaten in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Ich hätte gerne, dass der zweite Satz, dieses Sie haben dabei einen Eidesstand zu versichern, gestrichen wird. Mit dem ersten, denke ich mal, ist vollkommen klar, das ist auch notwendig, aber dieser... Vielleicht sogar rein rechtlich gesehen müssen wir sogar noch ein paar weitere unterschreiben. Ja, jetzt schon aber auf alle Fälle, dass dieser Satz von mir, Sie haben dabei einen Einschatz versichern, bis zum Schluss. Ob jemand was dagegen hat, dass der rausgenommen wird. Dann frage ich lieber andersrum, weil das ist eure Satzung. Wer ist dafür, dass dieser Satz rausgenommen wird? Wer ist dagegen? Da haben wir 2 Gegenstimmen. 3 Gegenstimmen? Okay. Ja, genau. Also das ist jetzt auch die Aussprache. Aus welchem Grund seid ihr dagegen, dass man das auch, weil es sollte am Schluss wirklich eine Satzung sein, mit der wir alle zufrieden sein. Welcher Punkt ist das für das Protokoll? Punkt von der Satzung? 11.2, der zweite Satz davon. Genau, das ist es. Also, falls der Grund, warum ich dagegen bin. Wenn ich jetzt an eine Stadt versichere, dass die Wahl geheim abgelaufen ist und ich hier in der Versammlungsleitung bin und irgendwas läuft schief, von dem ich nicht mitbekommen habe, läuft unabsichtlich. Das muss nicht mal absichtlich sein. Dann wirst du trotzdem nicht dran. Sehe ich richtig so, ja? Bitteschön, gerne. Also wenn die Wahl geheim stattfinden muss, dann dürfen keine Gäste geladen sein, gehe ich mal davon aus. Nein. Dann ist ja öffentlich. Dann müssen wir das umbauen. Mehr heißt geheime Wahl. Dann ist es jetzt halt hier so ein Punkt. Das kann eigentlich in Faschkreuz eine Stadt sicherstellen. Wenn du hinterher ein Problem hast, wenn ich mal aus welchen Gründen auch schon kann es dir passieren, dass du für Verhandlungen schon wegen falscher Eidesstattung und Sicherung angeklagt wird. Und die Bitte ist, dass du dich nicht so hätte ich die Verhandlungen nicht sagen, dann soll sie mal anders machen. Halt, Moment! Keine Mitglieder? Stimmen, Sprechrecht, wie heißt das nochmal schnell? Rederecht? Natürlich, wir haben gestern zugelassen. Aber nicht Rederecht, oder? Das Rederecht kann laut eurer Geschäftsordnung vom Versammlungsleiter jederzeit auch Gästen zugeordnet werden. Okay, danke. Bitteschön. Ich habe die Info durchgelesen, das ist ganz praktisch dabei. Nochmal auch zur Erklärung, weswegen ich dagegen bin. Es liegt in meiner Verantwortung, dass es hier richtig abläuft. Das ist vollkommen richtig. Aber wenn ich sozusagen in Gefahr laufe, wenn ich an eine Stadt wegen eines Eidbruchs angeklagt werde, dann wandere ich in den Knast. Dann ist das nichts, das irgendwie als ein Lappalie ist, sondern wandere ich in den Knast.
auch wenn es nicht absichtlich war. Und das hängt gleich mal aus Absicht oder Vorsatz. Wenn ich an eine Stadt versichere, dass das richtig angenommen ist, dann ist es richtig angenommen. Dann gehe ich dann. Von vornherein kannst du das gar nicht an eine Stadt versichern. Das mit dem Test-Database funktioniert übrigens nicht, weil das kann komprimieren und nachvollziehen. Aber tatsächlich mal. Also ich bitte nochmal dafür, wer ist dafür, den Passus rauszunehmen? Ja. Und wer ist dagegen? Weiterhin. Noch eine Stimme, aber der Martin, den kenne ich, den kann ich nachher. Okay. Vielen Dank für euer Vertrauen. Dann wird dieser Satz gestrichen. Gibt es noch weitere Punkte in der Satzung, die jemanden, wo jemand noch Fragen dazu hat? Alexander. Sehe ich da irgendwo, ich glaube, man hat das mit Lager gesehen, ich weiß nichts. Ist hinten noch jemand irgendwo, den ich nicht sehe? Nein? Niemand mehr? Wunderbar, weil dann kommen wir nämlich zur Abstimmung über eure Satzung. Diese Satzung muss natürlich jetzt mit 2/3 Mehrheit beschlossen werden. Und deswegen frage ich euch, wer ist dafür, die Satzung, die ihr euch hier gegeben habt, die jetzt noch im Wiki steht, minus dem einen Satz, als Satzung eures KVs Augsburg, Augsburger Land, anzunehmen? Wer ist dafür? Bitte jetzt die Karten hoch. Wer ist dagegen? Dann sehe ich, dass die Satzung einstimmig angenommen wird. Entschuldigung, Dankeschön, richtig. Wer enthält sich der Frage, bitte? Eine Enthaltung dabei. Also bei einer Enthaltung wurde die Satzung angenommen. Damit ist der KV bisher gegründet. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Und zwar ist das die Vorstandswahl eures KVs. Das übergebe ich jetzt an unseren Wahlleiter. Vorstellung könnt aber ihr machen. Okay, Vorstellung können wir machen. Es kommt nämlich zuallererst die Vorstellung der Kandidaten für den Vorstand. Da kommen wir als allererstes zur Wahl des Vorsitzenden, des zukünftigen Vorsitzenden. Ich habe eine Frage. Ich würde gerne, weil es verschiedentlich an mich herangetragen worden ist, als in meiner Rolle als Bezirksvorsitzender für Rat, bin ich mehrfach gefragt worden, was ich vorhabe jetzt in Bezug auf den Kreisverband. Ich würde die Frage gerne jetzt, bevor wir zur Kandidatenaufstellung gehen, an die Versammlung richten. Was Sie beraten möchten, was ich für Sie tun soll. Ob ich weiter im Bezirk arbeiten soll, ob ich in den Kreisverband wechseln soll und wann. Ich kann euch meinen Plan sagen. Mein Plan wäre es, stellst du dich weiter als Kandidaten auf? Nee, warte, lass mich kurz. Ja. Mein Plan wäre es, im Bezirksverband zu bleiben. Du musst leider ans Mikrofon, den da hinten können. Streaming. Das tue ich sowieso nicht. Wenn du als Versammlungsleiter mit dem Mikrofon bist, dann kann ich nicht. Nö, ich gebe dir natürlich das Mikrofon. Ah, super. Ja, genau. Wahnsinn. Also, ich bin verschiedentlich gefragt worden, ob ich, wenn es einen neuen Kreisverband gibt, und ich hatte ja bereits bekannt gegeben, dass ich auch langfristig in der Stadt hier politisch aktiv sein möchte, ob ich dann gleich in den Kreisverband wechseln möchte oder nicht. Ich war mir ganz lange nicht schlüssig, ob ich das tun soll, mich sofort auf Kommunalpolitik konzentrieren und den Bezirk hinter mir lassen. Die restlichen 5 würden es auch noch schaffen, bis zur Neuwahl im März oder April, ohne mich zur Not. Nur würde ich von den anwesenden Piraten gerne wissen, seht ihr mich lieber im Kreis jetzt oder im Bezirksverband? Ein Meinungsbild. Wer ist für Fritz, bleib bitte im Bezirk, Vorstand, und wer ist nachher, Fritz, geh bitte in den Kreisvorstand oder kandidier dort? Erstens Bezirk, zweitens Kreis. Darf ich bitte für den Bezirk bitten? Danke. Im Gegenteil dazu, Fritz, lass den Schmarrn mit dem Bezirk und geh bitte in den Kreisvorstand oder kandidier. Eins, zwei, drei, vier, okay. Nee,
sind ganz, ganz, ganz viele, die finden, ich soll bitte erstmal noch bitte weitermachen. Finde ich auch. Also wir sind uns einig und damit ist mein Tag beendet. Vielen Dank. Wunderbar, dann können wir da dann weitermachen. Wer ist denn dann jetzt bereit für den Posten als erster Vorsitzender des KV Augsburg anzutreten? Wer stellt sich auf? Im Wiki wurde vorgeschlagen der Vinzenz und der Thomas Zanetti. Zanetti, Entschuldigung. Vinzenz und Thomas, kommt ihr bitte mal nach vor und stellt euch einfach mal vor. Die Satzung steht schon drin, Kati. Schau mal genau. Also ich muss mich entschuldigen, ja, ich bin leicht erkältet, meine Stimme ist nicht so kraftvoll wie sonst. Mein Name ist Thomas Zanetti, ich kandidiere gegen den Menz, bin selber seit jetzt 4 Monaten bei den Piraten, insofern noch nicht so erfahren. Und die Leute von den Stammtischen, die regelmäßig am Augsburger Stammtisch sind, die kennen mich natürlich, die anderen noch nicht. Ich bin 47 Jahre alt, war jetzt 5 Jahre bei der Firma Humbauer in Gersthofen beschäftigt und dort zuletzt als Qualitätsleiter. Und bin im Ende September war es zu den Piraten gekommen, kurz nach der Berlin-Wahl, also einer, der auf den Zug aufgesprungen worden ist. Nicht zuletzt deswegen, weil mich die Situation in Augsburg, gelinde gesagt, etwas ankotzt und ich möchte es gerne ändern. Hier ist ein Riesen-Tohuwabohu und ich möchte also wirklich zusammen mit den Augsburger Piraten dafür sorgen, dass der Augsburger Stadtrat von möglichst vielen von uns bei der nächsten Kommunalwahl bestückt wird. Damit gebe ich weiter. Ja, mein Name ist Vinzenz Fitzke. Die meisten hier von vor Ort kennen mich. Ich bin seit 2009 bei den Piraten aktiv, seit 2010 Anfang des Jahres Mitglied. Ich habe im Bezirksvorstand ein Jahr den Posten des politischen Geschäftsführers bekleidet. Mikro einschalten. Bist doch an. Besser? Ja. Okay. Ich habe mir im Vorfeld zu dieser Kandidatur ein paar Gedanken gemacht, die einhergehen mit der Gründung, die ich so mit anderen zusammen angestoßen habe. Der Plan, für warum jetzt die Kreisverbandsgründung und warum auch daran die Kandidatur von mir so Hand in Hand gehend, ist, ich möchte die Piraten in Augsburg stärker strukturieren, eine Vernetzung schaffen, der einzelnen Piraten untereinander. Wir haben in Augsburg, Stadt und Land, insgesamt gut 160 Piraten. Wir haben sehr, sehr viele Piraten und die gilt es zusammenzubringen. Es gilt, Arbeitsgruppen aufzubauen, es gilt, Strukturen zu schaffen. Alex, nimmst du auch diese Formation? Es gilt, die Leute Impulse zu geben, den Leuten Impulse zu geben, Ideen anzustoßen und die Leute in eine große Gruppe zu integrieren, wo jeder seine Vorstellungen einbringen kann, wo jeder seine Vorstellungen vorantreiben kann und dann unterm Strich auch die Piraten in Augsburg generell voranbringen kann. Ich sehe mich da in der Rolle eines Impulsgebers, in der Rolle eines Koordinators koordinieren im Sinne von, ich bringe die Leute zusammen, ich schaffe Kontakte, ich schaffe Vernetzungen, Vernetzung auch außerhalb der Piraten zu Interessensgruppen, zu Leuten, die Fachkenntnisse haben, die mit an die Piraten ranzubringen. Wir haben am letzten Stammtisch schon mal angefangen, so Themengruppen zu bilden. Das ist was mir ganz, ganz wichtig ist, um eine Programmentwicklung zu schaffen.
und das Ganze im Hinblick auf die Kommunalwahl, die ins Haus steht. Wir sind jetzt an einem Zeitpunkt, wo wir ganz, ganz dringend anfangen müssen, uns thematisch aufzustellen für Augsburg, uns überlegen müssen, was sind die Themen. Und um einfach bis 2013, bis Ende 2012 eigentlich eine schlagkräftige Truppe, ein gutes Programm und eine breite Aufmerksamkeit für die Piraten zu schaffen, weil wir dann wirklich gefordert sind, alle, jeder von uns, die Piraten in den Stadtrat zu bringen und für Augsburg eine bessere Politik zu schaffen. Dafür kandidiere ich und gerne mich. Die beiden Kandidaten für ihre Vorstellung. Ich übergebe dann an unseren Wahlleiter, an TJ. Aber vorher muss ich fragen, ob Kandidaten Fragen. Alles klar, okay, danke schön. Wir hätten Fragen an die Kandidaten. Nein, ob sie auch nicht spontan. Ja, dazu kommen wir jetzt gleich. Spontan, was? Ja. Das macht der Wahlleiter normalerweise. Genau, spontan. Ja, aber die Frage an die Kandidaten. Okay, also als erstes. Jetzt geht gleich gar nichts mehr, oder? Okay. Als erstes hätte ich jetzt erstmal die Frage, möchte noch jemand spontan kandidieren? Keine weiteren Kandidaten? Okay, dann kommt die andere Frage, gibt es Fragen an die beiden Kandidaten? Okay, dann bitte ich die zwei Kandidaten erstmal hier zu bleiben und die Fragesteller sollen bitte einer nach dem anderen einfach ans Mikrofon kommen und ihre Frage stellen. Ich wollte nur wissen, ob der Vincent, was er beruflich macht. Okay, bitte die Fragen hier vorne am Mikro, damit Sie alle hören können. Oder soll ich sie wiederholen? Was macht er beruflich? Okay, also die Frage war jetzt, Vince, was machst du eigentlich beruflich? Okay, das habe ich unterschlagen. Ich bin beschäftigt bei einem mittelständischen IT-Systemdienstleister als Linux- und Open-Source-Consultant. Kann ich gerne auch detaillierter erklären, aber sollte reichen. Gut, weitere Fragen? Ich hätte die Frage vor allem an den ersten Thomas Zenetti. Gibt es schon mal politische Erfahrungen in einer anderen Partei? Die Frage stelle ich deshalb, weil wenn jemand erst 4 Monate in einer Partei war und noch nie irgendwo politische Erfahrungen hat, stellt sich natürlich für mich, ich bin wohlgemerkt völlig neutral, ich bin auch kein Mitglied, nur Gast, aber ich bin natürlich dem Wohl der Piraten sehr verbunden, stellt sich für mich die Frage, warum man dann gleich ausgerechnet erster Vorsitzender sein will. Ja, jetzt nehmen Sie mich auseinander, gell? Nein, ich war noch nie in einer politischen Partei. Ich habe mich auch zwar immer politisch interessiert, aber nie zu Wort gemeldet. Freunde von mir sind in politischen Ämtern, deswegen kriege ich am Rande einiges mit. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht selbst kandidiert. Ich wurde gefragt, ob ich es mag, und ich habe gesagt, ich stelle mich zur Verfügung, halte aber auch den Witz für einen hervorragenden Kandidaten. Der hat die entsprechende Erfahrung. Das muss man wohl zugeben. Nichtsdestotrotz will ich mich nicht kampflos geschlagen geben. Ich habe ein Jahr Zeit, wirklich Zeit. Die Leute vom Stammtisch wissen es, den habe ich es erklärt, wen es jetzt hier interessiert. Es ist einfach eine persönliche Geschichte, ein Jahr Auszeit und kann mich dieses Jahr den Piraten voll widmen. Außerdem bin ich geistig auch vollkommen auf der Höhe und werde sehr lang bereit sein. Vielen Dank.
Noch weitere Fragen? Also ich habe zwei Fragen an beide Kandidaten. Frage 1, wenn ihr nicht gewählt werdet, ihr steht ja auch auf der Stellvertreterliste, ob ihr dann gegebenenfalls weiter kandidiert. Und Frage 2, die muss leider sein, wart ihr irgendwann mal während eurer Jugend oder wie auch immer Mitglieder einer extremistischen Organisation? Zu der ersten Frage antworte ich gleich. Natürlich stelle ich mich auch als Stellvertreter zur Verfügung und würde von der Erfahrung von Witz und auch von Fritz profitieren und aktiv weiter versuchen, hier die Piraten nach vorne zu bringen. Und zur zweiten Frage, nein, ich habe mit Rechtsextremismus, mit Linksextremismus, mit jedem Extremismus nichts am Hut und noch nie gehabt. Zur Parteienfrage. Ich war vor den Piraten noch nie in irgendeiner politischen Organisation tätig, weder Partei noch sonstig irgendwie aktiv. Von daher muss ich die Frage ganz klar verneinen. Zur ersten Frage. Ich stehe nur für den ersten Vorsitzenden zur Verfügung. Ich habe mir da eine ganze Weile Gedanken drüber gemacht. Ja, ich sehe, okay, ich bin für andere Posten auch vorgeschlagen worden. Ich habe mich für diesen einen Posten ganz bewusst entschieden, weil ich glaube, dass ich für diesen Posten geeignet bin und für andere Posten weniger geeignet bin. Ich bin jemand, der, die Augsburger wissen es, ich bin da so hyperaktiv, würde ich mal sagen, in einem positiven Sinne. Ich mache sehr viel und ich glaube, dass ein Vorsitzender, in dem Fall der Tommy, der würde bei mir untergehen. Also der würde einfach, ich würde ganz viel nach außen machen, was aber nicht die Aufgabe eines Stellvertreters ist. Der Stellvertreter ist dafür gedacht, nach innen zu arbeiten und der Vorsitzende ist gedacht, hauptsächlich nach außen zu arbeiten. Und ich glaube, ich könnte mich da schwer bremsen. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich stehe für diesen einen Posten in die Führung, den möchte ich zu 110% erfüllen. Andere Posten, nein. Achso, nee, steht nicht. 100% reichen. Also ich hätte noch eine Frage an euch. Also eure Vorstellung war für mich ein bisschen so politisch verwaltungsmäßig. Und ich würde ganz gerne wissen, welche persönlichen politischen Visionen ihr habt. Politische Vision lässt sich auf ein Schlagwort runterbrechen, das ist die Transparenz. Wir haben in Augsburg einen Filz, der so schlimm ist, nach meiner persönlichen Einschätzung, wie kaum woanders. Es gibt überall sehr starken Verfilzungen, Verflechtungen zwischen Wirtschaft und Politik, aber in Augsburg habe ich das Gefühl, es ist nochmal eine Stufe extremer. Und da glaube ich, dass es unglaublich hilfreich ist, einen neuen Politikstil reinzubringen, einen Politikstil, der offen ist, der geradlinig ist und der die Transparenz bis an die Schmerzgrenze ausleben kann. Das fängt bei Spenden an, das hört bei Beschlüssen, hört es nicht auf, aber das geht über Beschlüsse und so weiter. Ich denke, die Transparenz ist so meine Vision von Politik, weil das ist das, was beim Bürger und bei uns allen letztlich Vertrauen in die Politik schafft. Und die mangelnde Transparenz ist das, was die Politik kaputt macht und das Vertrauen der Menschen in die Politik kaputt macht. Es gibt ein paar Themenpunkte, die mir persönlich am Herzen liegen. Dazu zählt einmal die Überarbeitung der Technik in der Verwaltung, eine Offenlegung der technischen Verwaltung der Stadt Augsburg, ähnlich wie das die Stadt München gemacht hat. Mir liegt die Kultur, speziell Musik, sehr am Herzen. Das ist was, wo ich sehe, dass die Piraten schon unglaublich hohe Kompetenzen haben. Und die gilt es auch auf so einer kleinen regionalen Ebene wie Augsburg, Stadt und Land nach außen zu tragen. Einfach über Veranstaltungen, über Informationen, einfach unsere Ziele da nach außen zu tragen. Ich denke, alles andere lässt sich über die Transparenz und die Geradlinigkeit mit einschließen.
Ja, ich sehe, da spricht politische Erfahrung, die ich noch nicht habe. Aber auf der anderen Seite habe ich mir natürlich da auch ein paar Gedanken gemacht. Und so wie ich vor 4 Monaten eingetreten bin und es mitbekommen habe von anderen Vorständen, die in der Piratenpartei tätig sind, ist es, glaube ich, weniger die Aufgabe des Vorsitzenden, seine eigenen politischen Visionen umzusetzen, als sich eher als Koordinator und als, ja, blödes Wort, aber Diener derjenigen zu sehen, die eben fleißig auf allen Aktionen sind, die neuen Mitglieder entsprechend den Piraten näher zu bringen und einfach dafür zu sorgen, dass die Struktur klappt, von oben her ein bisschen was vorab organisieren, dass einfach Arbeiten, ein einfaches Arbeiten möglich ist für alle. Meine persönliche Vision ist dabei eher nebensächlich, wobei ich dem Winz natürlich zustimme. Der Augsburger Filz ist schon was Besonderes und auch da würde ich gerne in die gleiche Bresche schlagen. Vielen Dank. So, gibt es noch weitere Fragen an die Kandidaten? Ja, hier, komm nicht raus. Dann, wie gesagt, bitte ans Mikrofon, komm nicht wirklich. Ich halt, stopp, ich komm nicht raus. Erstmal grüß Gott, mein Name ist Klaus Weinberger, ich bin hier nur Gast, bedauerlicherweise eine ganze Stunde zu spät gekommen, wollte ich eher hier sein. Was mich, ich weiß auch gar nicht, ob ich wählen darf oder vielleicht wird es gleich was, ja, danke. Ich habe nichts mit der Vita erfahren bis jetzt. Ich hätte ganz gerne gewusst, wer Sie sind, was Sie für eine Qualifikation Sie haben, was Sie beruflich machen, was Sie eigentlich dazu befähigt, eine Partei regional zu führen. Das habe ich bis jetzt vermisst. Sind Sie verheiratet oder haben Sie Kinder? Ich hätte ganz gerne was über Ihr Standing gewusst. Einfach mal. Also wenn ich jetzt darauf antworten darf, das sage ich jetzt, ob ich mich jetzt disqualifiziere oder nicht, aber wir hatten ja vorhin schon, Sie sagen, Sie sind eine Stunde zu spät gekommen. Die Frage ist beantwortet, ich beantworte Ihnen das gerne nachher nochmal selber. Also die Frage nach der beruflichen Qualifikation hatten wir auch schon. Also ich habe hier am Tisch gut gemacht, auch von den besten bis zum Klima. Ich schreibe hier mit und sage das trotzdem. Ich kann ein paar Details noch sagen. Ich bin, ich habe eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht, ich habe eine Ausbildung zum Erzieher gemacht. Das sind beides abgeschlossene Berufsausbildungen und ich arbeite, wie vorher schon erwähnt, bei einem IT-Systemdienstleister und alles andere, denke ich, ist wie alt? 27. Alles andere ist relativ irrelevant für den Posten und kann aber gerne die Fragen persönlich beantworten. Gar kein Ding. Also, ich habe die Frage und zwar ist es, denke ich, bei so vielen Piraten schwierig, zusammenzuarbeiten. Deswegen meine Frage, wie bringt ihr die einzelne Meinung von Piraten rein, ohne das zu sehr vorne dran zu stehen und alles zu übernehmen? Das heißt, wie schafft ihr es, vorne zu stehen, aber trotzdem jede Meinung mit reinzuholen, die Piraten zu stärken? Wie macht ihr das? Die Meinungen von vielen Leuten unter einen Hut zu bringen, ist mit Sicherheit nicht einfach. Aber ich glaube, dass wir da innerhalb der Piraten und auch somit ich persönlich schon gute Erfahrungen gemacht haben. Es gibt immer so den Spruch, Basisdemokratie muss wehtun. Das ist insofern auch dann mein, das klingt jetzt hochtrabend, Wahlspruch, aber ich denke, jeder muss zu Wort kommen können. Und jeder muss auch gehört werden. Das ist etwas, was wir in dem relativ kleinen Rahmen am Stammtisch sehr gut praktizieren. Das funktioniert sehr gut.
Und ich denke, dieses System, einfach sich für Entscheidungen Zeit zu nehmen, egal wie viel Zeit es ist, das lässt sich auch hochskalieren. Das wird schwierig, das wird anstrengend, das wird unglaublich nervenaufreibend werden, gerade im Zuge der Wahlprogrammsentwicklung und gerade im Zuge des Wahlkampfs. Aber das ist das, wofür wir Piraten stehen. Wenn ich eine halbseidene Basisdemokratie machen will, dann kann ich zu den Grünen gehen. Wenn ich vernünftige Basisdemokratie, echte Basisdemokratie und eine Demokratie, die bis ins Letzte durchexerziert wird, machen möchte, dann bin ich bei den Piraten richtig und das möchte ich auch so hier umsetzen. Hast recht. Also meine Meinung dazu ist, ich habe ja in den letzten 4 Monaten war ich bei fast jedem Stammtisch anwesend und ich finde eigentlich, die Piraten machen das von Haus aus eigentlich zumindest in Augsburg, wo ich es beurteilen kann, sehr gut. Es gibt sehr konträre Meinungen. Es taucht immer mal wieder irgendein Spinner auf, der versucht, uns für seine Zwecke zu missbrauchen. Und meine Erfahrung war bis jetzt, reden kann jeder. Der wird auch sehr freundlich wird dem zugehört. Und das Thema Extremismus in jeder Form, ob das jetzt irgendein Verschwörungstheoretiker oder sonst irgendjemand ist, das erledigt sich eigentlich von selber, weil so viele vernünftige Leute anwesend sind. Da muss nicht unbedingt der Vorsitzende jetzt am Machtwort sprechen. Die merken es meistens selber, wenn es raus ist. Also dieses Thema erledigt sich eigentlich selber. Und der Fritz lebt es auch vor. Es ist ein Miteinander und ein heißt jeden Neuen willkommen und genauso möchte ich es auch halten. Er ist eigentlich jemand, der alle integrieren kann und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, 20 Jahre älter wie der Vince und von dem her, sage ich mal, ist die Lebenserfahrung schon so weit, dass man auf verschiedene Positionen unter einen Hut bekommt. Ich möchte von den Kandidaten gerne wissen, da wir hier einen Kommunalverband erfolgen. Es wurde zwar Vince, ist er ja, von dem Vince schon zwei Stellen erwähnt, was er hier in Augsburg gerne wissen möchte. Es geht ihm da um Transparenz vor allen Dingen auch. Das ist ja das Schlagwort der Piraten, aber mich würde interessieren, und das ist das, weshalb ich seit gestern Pirat bin, mich würde interessieren, was reißt die Leute durch die politische Arbeit, die dann der Kreisvorsitzende natürlich hier auch leisten muss, der muss ja nicht nur rausgehen und Kontakte knüpfen mit Leuten und so weiter, Netzwerkarbeit betreiben, sondern der muss natürlich auch einen Stil entwickeln, der die Menschen anspricht. Ja? Nämlich die, in erster Linie die Nichtwähler, die sind unser Potenzial und die Leute, die wechseln wollen, weil sie total unzufrieden sind. Und da gibt es eine ganze Menge, nur die wissen nicht, wohin sie wollen. So, und jetzt will ich von euch wissen, was ihr hier kommunal für Probleme erkannt habt, Augsburg und Landkreis, wie ihr möglicherweise diese Probleme nach eurem Konzept, ihr werdet euch ja Gedanken gemacht haben, was euch hier treibt, nach eurem Konzept unter Umständen in den Griff bekommt. Denn eins ist klar, die momentan agierenden Parteien sind kaum in der Lage, verschiedene Dinge hier anzugreifen. Wir haben hier ein soziales Problem in Augsburg extremer Art. Die Arbeitslosenquote steigt. Wir haben aktuell MAN Roland als Problem. Da höre ich irgendwie gar nichts Richtiges hier aus der Stadt heraus. Oder vielleicht bin ich auch nur blind dafür, weil ich muss natürlich auch arbeiten und bin mit anderen Themen beschäftigt. Aber vielleicht kommt das bei mir nicht an und ihr wisst da mehr. Wie würdet ihr auf solche Dinge reagieren? Es gab eine Menschenkette, organisiert selber von den MAN-Lern vor ein paar Tagen. Wo war die Piratenpartei dort? Mit einem Schild oder was auch immer. Solche Dinge interessieren mich. Also, nachdem ich der Unerfahrenere bin, erlaube ich mir auch darauf zu antworten, weil ich gerne die Fehler mache. Erstens mal ist es meiner Meinung nach eine Kreisverbandsgründung und jetzt, das ist sowas, kommt jetzt eher als Frage, wenn jemand zum Stammtisch kommt und sich über die Arbeit der Piraten informieren möchte. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt hier was damit zu tun hat. Und das Zweite ist,
wenn Sie jetzt, oder wenn du jetzt MAN ansprichst, also ganz klar und deutlich, die Piraten sind ein kleiner Haufen in Augsburg, der anfängt. Ja, wir haben keine Lösungen für alles, was jetzt hier an Problemen aufgestaut worden ist und was eigentlich seinen Ursprung von, sage ich jetzt mal, vor 5 Jahren hat. Es ist sicherlich sehr traurig, dass ein Haufen MAN mit ein MAN-Arbeiter auf die Straße gesetzt werden, aber die Piraten können hier ganz wenig bewegen. Ich glaube, das würde unsere Glaubwürdigkeit auch nicht gut tun, wenn wir jetzt auf einmal uns da an den riesen Rattenschwanz hinhängen, mit dem Fähnchen, ja, wir Piraten. Also, sorry, das ist nicht momentan noch nicht unser Ding. Wir arbeiten dran. Lass uns erstmal die Basisarbeit machen und die entsprechenden Leute dafür gewinnen, unsere Ziele in Augsburg umzusetzen und vielleicht auch mal überhaupt erst in den Stadtrat reinzukommen, was noch lange nicht heißt, dass wir dann diejenigen sind, die bestimmen. Wir können Nadelspitzen setzen, aber wir sind nicht die, die bestimmen. Und das muss man ganz realistisch sehen. Lass uns unten anfangen und uns die Zeit nehmen, das Ganze zu machen. Das ist mein Wichtigste. Ich kann dem ganzen Tommy nur zustimmen und möchte es noch ergänzen. Ich sehe, so wie ich die Piraten nicht in der Form, wie sie momentan existieren, sehe ich sie nicht in der Lage, für alle Probleme Lösungen zu schaffen. Darüber hinaus sehe ich es auch nicht als Aufgabe der Piraten, Lösungen zu schaffen. Die Piraten alleine, sondern es ist immer die Piraten zusammen mit anderen, mit der Bevölkerung. Weil sonst immer wieder in dem System eine Partei verkauft, ein Gesamtpaket und der Wähler kann es schlucken oder es lassen. Und das ist nicht die Vorstellung, die ich von den Piraten habe, sondern es geht darum, Lösungen zusammen mit der Bevölkerung zu erarbeiten. Und darüber hinaus sehe ich auch nicht den Vorsitzenden als denjenigen, der Lösungen erarbeiten muss, sondern ich sehe ihn als denjenigen, der Plattformen bieten muss, der die Leute integrieren muss, der allen zuhören muss, der das Ganze vorantreiben muss, der koordiniert, der eine Vernetzung zwischen den Interessensgruppen schafft, der sagt, okay, wir haben das Problem XY, dann laden wir mal jemanden zu uns ein, den es direkt betrifft und fragen ihn, wo knirscht es denn genau, du weißt doch, du sitzt doch in diesem Boot mit den 3 Löchern, welches Loch ist am sinnvollsten, das zu stoppen? Da sehe ich den Vorsitzenden in der Rolle, aber nicht vorgefertigte Lösungen zu geben. Gibt es noch Fragen? Ich stelle einen Auftrag von Oliver, eine Frage, weil ich aus Augsburg bin und Fragen stellen darf. Die Frage war, habt ihr konkrete Pläne für Augsburg? Wie wollt ihr Augsburg nach vorne bringen mit der Piratenpartei? Ganz konkret, 1, 2, 3 Sachen. Ja. Ich sehe da jetzt so in der Frage ein bisschen eine Redundanz. Also ich sehe in der Frage eine gewisse Redundanz insofern, dass das Konzept ist, die Leute zu vernetzen. Wir haben in Augsburg Stadt und Land, wie vorher schon erwähnt, wir haben relativ viele Piraten. Und wir haben da ein unglaubliches Wissen, dass es abzurufen gilt. Es gilt, Strukturen zu schaffen, die begünstigen, dass sich Leute einbringen können, dass sie Themen erarbeiten können. Und die Leute muss man zusammenbringen. Ich kann mich als Vorsitzender, klar habe ich Themen, wo ich mich auskenne, aber es gibt aber auch ganz viele andere Themen, wo ich keine Ahnung davon habe. Genauso ist es bei den Leuten am Stammtisch. Da sitzen 20, 30 Leute da und da ist schon ein ganz schöner Pool an Wissen da, aber auch nicht zu allen Themen. Und dazu gilt es einfach, Leute, die sich mit Themen auskennen, mit ranzubringen. Frage damit beantwortet. Du wolltest konkrete Punkte haben, oder?
Okay. Ja. Ja, Oliver, mit konkreten Punkten kann ich auch nicht dienen, ich sage es dir ganz ehrlich. Ich sehe meine Vision eher darin, in verschiedenen Bereichen, meinetwegen nennen wir zum Beispiel mal die Wirtschaftspolitik in Augsburg, da hapert es wirklich. Also wir haben weder die Leute, die sich auskennen, noch irgendjemand, der konkret ein Programm aufstellen kann für Augsburg. Und hier versuche ich zum Beispiel gerade mit dem Volker in der AG Wirtschaftspolitik einfach nur ein Gerüst aufzubauen, zu bieten, um, sage jetzt mal, Leuten, die bei den Piraten mitmachen wollen und eventuell dieses Wissen haben, die gewinnen zu können, hier was zu tun, hier ein Programm für die Stadt aufzubauen, aber wir haben da keine Lösung. Wir haben bestimmte Bereiche, da sind wir besser aufgestellt, da gibt es auch Arbeitsgruppen dementsprechend und hier muss man versuchen, die Leute zu unterstützen und vielleicht mehr von euch allen ins Boot zu holen. Wir sind einfach bei den Stammtischen im Verhältnis noch zu wenige von denen da, die eigentlich zu uns gehören. Kommt doch alle einfach mal. Ja, ich hatte gerade noch eine Frage gesehen, aber was war Ihr Antrag? Ich stelle den Antrag auf Schließung der Rednerliste. Okay, gibt es da Gegenrede? Moment. Ach, Claudius. Okay, wer ist dafür, dass die Rednerliste geschlossen wird? Ja, natürlich. Wer ist dagegen? Eine eindeutige Mehrheit ist für die Schließung. Das heißt, Jassim steht noch auf der Liste, ansonsten sehe ich keine. Danke. Nur eine ganz kurze Frage zu Vince. Du hast Tommy vorgeschlagen im Wiki als Vorsitzenden. Steht ja auch da vorne. Und ich frage mich, du hast gesagt, du glaubst, Tommy würde gegen dich als Vorsitzender untergehen. Du willst deshalb nicht einen Stellvertreter machen. Warum hast du ihn vorgeschlagen, wenn sonst ja sowieso keine anderen Vorschläge da sind? A, halte ich den Tommy für einen super Typen, also einen guten Piraten, er hat unglaublich viel Wissen, das er auch vermitteln kann. Ich halte ihn für diesen Posten geeignet. Darüber hinaus, warum ich, das ist der eine Punkt, warum ich ihn vorgeschlagen habe, darüber hinaus, ganz klar, Auswahl. Ich will nicht hier alleine stehen und dann gewählt werden, nur weil ich als Einziger hier stehe. Sondern ich möchte, dass die Piraten sich entscheiden können. Wollen sie den Tommy mit seinen Punkten, mit seinen Vorzügen oder wollen sie mich mit meinen Vorzügen? Und darum geht es einfach. So simpel. Dankeschön. Also, damit... Die schauen natürlich auch besser aus, das muss man zugeben. Eigentlich war die Frage direkt an Vincent, deswegen durfte ich mir die Antwort, aber egal. Gut, dann frage ich nochmal kurz, möchte doch noch jemand spontan kandidieren? Gut, damit schließe ich die Kandidatenliste und wir kommen Richtung Wahl. Kamera ausmachen. Ja, so weit sind wir noch gar nicht. Ich muss erstmal das Wahlsystem erklären. Also, ich schätze mal, dass es nicht alle kennen. Wir wählen nach dem sogenannten Approval Voting bzw. Wahl durch Zustimmung. Ihr habt bei der Akkreditierung alle einen Stimmzettelblock bekommen. Darauf stehen Zahlen von 1 bis 20. Die ganze Sache funktioniert folgendermaßen: Es gibt zwei Kandidaten, ihr habt zwei Stimmen maximal. Wenn ihr sagt, ihr wollt den Vince haben, kreuzt ihr die 1 an. Wenn ihr sagt, ihr wollt den Tommy haben, kreuzt ihr die 2 an. Wenn beide gut sind, kreuzt ihr beide an. Wenn es euch egal ist oder ihr beide nicht gut findet, kreuzt ihr gar nichts an. Und jemand dazu fragen?
War ich zu schnell? War ich zu frei? War gut, dann musst du. Vielleicht kann man das, also im Prinzip in der Reihenfolge, wie sie auf dem Beamer stehen, Vince 1, Tommy 2. Das Ja-Nein ist dann gültig, wenn keine Personenwahl ist, beziehungsweise nur eine Person zur Verfügung steht. Das Ja-Nein hat bei dieser Wahl keine Aussage. Die Wahlurne wird sich da hinten an diesem runden Tisch befinden. Da stehen dann auch zwei Wahlhelfer. Und die wird auch vorher noch mal kurz präsentiert, dass sie wirklich leer ist, dass ihr das seht. Vielleicht könnten sich schon mal zwei Wahlhelfer bitte an die Urne begeben, genau. Und die kommt, Silvia, könnt ihr vielleicht kurz hier vorkommen und die Wahlurne hier auch noch mal kurz zeigen, dass auch hier die Piraten sehen, die Wahlurne ist leer. Bitte aufmachen. Danke. Wer ist denn der vierte Wahlhelfer fürs Protokoll? Die Wahlhelfer gebe ich euch gleich noch mal ins Protokoll. Und dann bitte ich jetzt den Stream abzuschalten. Ihr dürft jetzt eure Kreuzchen machen und die dann da hinten, wie gesagt, an den Tisch abgeben. Dankeschön. Halt! Halt, wir sind hier ein weiteres Schluss. Jetzt wollen ja alle schon den ersten Rollingern hinter euch zwei Punkte. Von einer jungen Dame, die hier ist, gebeten worden. Ob sie eine Umfrage. Du kommst zu spät zur Sitzung. Letzte Woche war ich gar nicht. Es war, ich habe mir extra Zeit gelassen, dass ich das hinkriege. Ich habe das eine Studie gemacht für die Uni. Und da würde ich sagen: habt ihr ein Problem damit, dass ihr das verteilt? Gut, dann kannst du loslegen. Kannst du dich kurz ins Video? Wieso? Kannst du nicht eine Umfrage ausfüllen? Unsere Leinwand. Zweiter Punkt. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht auch nicht. Nächsten Donnerstag, der 19. ab 16 Uhr, machen wir eine feierliche Eröffnung unserer Landesgeschäftsstelle in München. Das nehme ich aber jetzt nicht ins Protokoll auf. Ab 16 Uhr in der Schottenhammerstraße 71 in München. Das ist natürlich jeder Pirat und jeder Gast, jeder Interessierte herzlich eingeladen, vorbeizuschauen, darauf anzustoßen und sich die Landesgeschäftsstelle, die gleichzeitig auch die Bezirksgeschäftsstelle für Oberbayern und die Kreisgeschäftsstelle für München ist, anzuschauen. Alles klar, danke. So, hey, ich kann applaudieren. Ich hätte gerne ganz kurz eure Aufmerksamkeit. Ich würde gerne zwei Kleinigkeiten erzählen. Zum einen besteht die Piratenpartei nicht nur aus Augsburg, sondern aus ganz Bayern und ich glaube, das hat sich auch nicht okay. Wir haben am 22.02., am Aschermittwoch, das ist erfahrungsgemäß der Tag nach dem Faschingsdienstag, eine politische Veranstaltung in Ingolstadt. Wir werden den Piratigen Aschermittwoch feiern. Dabei geht es darum, den anderen Parteien zu sagen, was man von ihnen denkt. Wir haben diesmal das Glück, dass sich die Medien auch dafür interessieren, was wir von den anderen Parteien denken. Und wir haben diesmal das Glück, dass wir dort eine Location haben, die wirklich klasse ist. Wir haben das Stadttheater in Ingolstadt, davon den großen Saal. Wir haben Platz für 500 Piraten. Und deswegen brauche ich euch dort. Also, wer von euch am 22.02. Lust hat, einen vernünftig lustigen Tag mit anderen Piraten zu verbringen, bietet sich an. Beginn ist, wenn mich nicht alles täuscht, um 10. Alex, weißt du mal zum Glück? Ich glaube, es geht um 10 Uhr los. Die Informationen dazu stehen im Wiki und kommen mit Sicherheit auch nochmal über Newsletter und über andere Mailinglisten. Und das Zweite, was ich auch gerne noch ganz kurz loswerden wollte, wie ihr wahrscheinlich wisst, haben wir einen Bundesparteitag irgendwann im April, wenn mich nicht alles täuscht. Der ist in Neu-Dings, genau.
Der ist am Ende der Welt von hier aus gesehen. Ich glaube, es sind knapp 800 Kilometer Anreise. Das ist ein echtes Problem. Deswegen haben Piraten sich überlegt, wir organisieren einen Zug. Es wird also einen Zug geben, der beginnt irgendwie in Bayern, fährt ein Stück durch Baden-Württemberg, geht dann nach Norden und kommt morgens um 8 Uhr, glaube ich, in Neumünster an, sodass man rechtzeitig zum Parteitag dort ist, und nach Ende des Parteitags geht es mit dem Zug wieder gemeinsam zurück. Auch in diesem Zug haben wir ungefähr Platz für 500 Leute. Das heißt, wer nach Neumünster möchte, kann gerne mit uns zusammen mit dem Zug fahren. Das wird mit Sicherheit eine Gaudi. Auch da hat angeblich Fernsehen zugesagt, dass sie dabei ist. Also das könnte ganz witzig werden. Damit bin ich schon wieder fertig und ich hoffe, irgendjemand nimmt mir das Mikrofon bald weg, damit ich hier nicht unendlich sinnlos labe. Wie weit sind Sie, seid ihr mit den Auszählen? So gut wie fertig. Okay. Dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen. Michael? Ja, weil noch Zeit ist, weil er ausgezählt wird, sage ich in einem Satz, wenn ich ihn begrüße, sozusagen gruppennamentlich nochmal sehr herzlich die Delegation von der Rentnerinnen und Rentnerpartei, die uns heute hier zur Gründungsversammlung besucht. Vielen Dank fürs Kommen. Ja. Ihr habt großes Glück, dass ihr heute Abend hier seid, denn ihr habt viel erfahren von Ankündigungen. Es gab die Ankündigung für den politischen Aschermittwoch, die Eröffnung der Landesgeschäftsstelle. Das Problem ist immer, wir erreichen, was Piraten eigentlich organisieren. Und es gibt ein offizielles Nachrichtenformat der Piratenpartei, die Flaschenpost. Die gibt es im Internet zu lesen, flaschenpostpiraten.de. Gibt es auch Wir haben diesen großen grünen Standort. Das haben wir jetzt damit. Ich bin aufgepasst. Andi? Mir ist gerade was gekommen, ob mir die Zeit. Jetzt. Bitte? Ich weiß nicht, was ich damit soll, aber... Also, liebe Hausbürger, ihr habt einen Vorsitzenden. Soll ich das zumachen? Also, wir hatten 40 abgegebene Stimmzettel. Ja, Alex, schreibst du gerade mit? Mit 12 abgegebenen Stimmen und 30% ist der Tommy ist leider nicht geworden.
sondern mit 35 Stimmen und 87,5% ist Vince euer neuer Vorsitzender. Sehr gerne nehme ich die Wahl an und bedanke mich ausdrücklich. Hast du das jetzt protokolliert? Von Thomas Zanetti habe ich jetzt nicht. Im Prinzip kann ich gleich weitermachen. Okay. Irgendwas mit 40%. Laut Tagesordnung kommen wir zur Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden. Vor allem, du musst weiter unten schreiben. Okay, ja, ja. Oh, im Wiki standen der Andreas Herz, Thomas Zanetti und Sebastian Grümke als Kandidaten. Ich bitte euch nach vorne. 40 abgegebene Stimmen waren es. So, Tommy hat sich ja schon vorgestellt. Ich bitte dann mal den Basti anzufangen, sich vorzustellen. Hallo, Ahoi Piraten in Augsburg und Augsburg-Land. Ich bin der Sebastian Gröschke, bin beruflich Softwareentwickler. Mache Spezialsoftware für Fischereien. Und Thomas, stelle mich jetzt zur 40. Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden. Politisch bin ich jetzt bei den Piraten seit 2010 aktiv, auf jedem Stammtisch. Auf jedem Stammtisch, wo ich hinkomme, sagen wir mal so. Ja, ich will ebenso wie der Vince für Transparenz in Augsburg sorgen. Ich habe jetzt in einer AG angefangen, den Haushaltsplan von Augsburg aufzubereiten. Und ja, das wollen wir ein bisschen transparenter gestalten und für die Bürger zugänglich machen. Ja, Dankeschön und viel weiter. Ja, hallo, ich bin der Herz-Andreas, einige kennen mich ja hier schon. Kurz zu mir, ich bin Diplom-Informatiker und arbeite momentan in Augsburg bei der Firma Ninogate als System- und Softwareentwickler. Bin 25 Jahre alt, bin seit April 2007 in der Piratenpartei aktiv und habe davor noch keine, also bin noch keine anderen Partei gewesen, auch keine extremistischen Partei, also schon mal vorweg. Ich war stellvertretender Bezirksvorsitzender von August 2009 bis April 2010. Wir haben damals den Bezirksverband hier mitgegründet. Da kennen wir uns auch einige, wie Fritz zum Beispiel. Ich habe die Piraten-Hochschulgruppe mitgegründet, die jetzt auch wieder ja, so ein Revival erlebt hat mit Michi. Ja, wo bin ich noch mit dabei? Wir stellen es später nochmal vor mit Michi Wendland. Wir machen momentan relativ viele Kurse, um die ganzen neuen Mitglieder einzufischen, um ihnen zu zeigen, ja, mit was für Werkzeugen arbeiten wir. Liquid Feedback, Piratenpad, Wiki und solche Sachen. Schreiben da auch eine Anleitung. Meine Schwerpunkte in den Arbeitsgruppen hier in Augsburg ist zum Beispiel die Arbeitsgruppe Bildung und neue Medien, wie man die Sachen dort verbessern kann, Kontakte mit den Schulen und den Lehrern herstellen. Ich bin auch nächste Woche beim Bildungscafé, um zu schauen, was können wir hier in der Region machen, wir als Piraten, zusammen mit den Leuten, die schon was auf die Beine gestellt haben. Ich habe einige Überschneidungen mit dem Wind, sowohl politisch als auch von der Arbeit her. Wir verstehen uns gut, wir kennen uns auch schon länger. Von daher kann ich mich einigen Sachen vom Wind eh schon anschließen. So Sachen wie Transparenz, Offenheit und so weiter. Es wurde ja auch gefragt, was man programmatisch voranbringen will. Das ist für mich auch ein Punkt der Offenheit und der Transparenz, die Bürger mit ins Boot zu holen, Bürgerbeteiligung. Das heißt auch zum Bürger hinzugehen, bei Podiumsdiskussionen teilzunehmen. Das ist auch ein Punkt, wo man dann mit anderen Parteien ins Gespräch kommt und da auch Präsenz zeigen. Ja, weitere Punkte wären im technischen Bereich, wo ich mich noch mit engagieren will. Auch da haben wir eine Arbeitsgruppe, um auch zu evaluieren, ob so ein Projekt wie dieses VMUX-Projekt in München, ob sowas auch für Augsburg und den Augsburger Raum relevant wäre und umsetzbar.
Ja, ein Punkt, der für mich auch noch relevant ist, was vielleicht auch von einigen unterscheidet, ich selber wohne in Klein-Eiting, das ist Augsburg-Land, das heißt auch die regionale Gegend, also hier im Augsburg-Land, gerade im Süden und so weiter, ist ein Schwerpunkt für mich. Ich möchte dann jetzt nach der Kreisverbandsgründung auch einen Stammtisch da initiieren, zum Beispiel in Schwabmünchen. Das ist einer so der Punkte. Es gibt auch eine Arbeitsgruppe für Breitbandausbau, da ist auch der Sebastian mit dabei, um einfach mal so ein paar Fragen schon vorwegzunehmen. Ja, und sonstige politische Aktivitäten, ist keine direkte politische Aktivität, aber vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ich bin schon relativ lang Mitglied im Chaos Computer Club. Vorstellung vorhin reicht. Ich muss mich auch hier entschuldigen. Ich halte es nochmal weiter aus, weil ich bin irgendwie hat eine Grippe erwischt. Ich habe Hirn, alles ist vollkommen von der Rolle. Hat nichts mit der Wahl zu tun. Toll, dass der Witz worden ist, aber ich muss ins Bett. Sorry, ich stehe weiterhin zur Verfügung. Aber irgendwie hat es mich erwischt. Sorry. Dann stelle ich nochmal ins Plenum die Frage, gibt es Fragen an die Kandidaten? Zwei können ja jetzt noch darauf antworten. Zu einem bringe ich jetzt das absolute Totschlagargument. Das, was ihr gesagt habt, kann man ja auch als Basisberat tun. Das Totschlagargument. Warum? Also im Vorspann. Und das Zweite ist, ihr seid ja beide vom Land. Das ist ja toll, weil Augsburg Land ist ja der KV und nicht nur Stadt. Das heißt, wie schafft ihr das, also schwierig auf dem Land, die Leute da ins Boot zu holen, was tut ihr da? Ja, warum Vorstand? Ich möchte sehr viel Verwaltungstechnisches noch mit übernehmen. Deswegen stehe ich auch als Schatzmeister zur Wahl. Ich werde so viel wie möglich versuchen, die Piraten als Basis zu entlasten und möchte auch Aufgaben verteilen. Und es funktioniert als Vorstand meines Erachtens besser als Basismitglied. Und zum Augsburg-Land-Thema. Ich komme jetzt... Was habt ihr denn gemacht? Schau mal, ob das Ding da angesteckt ist. Die Sache war Also hinten ist Strom. Ja, aber da vorne. Jetzt ist es wieder. Also, jetzt bin ich wieder da. Also, zum Thema Augsburg-Land. Da war ich jetzt stehen geblieben. Ich komme aus der westlichen Gegend von Augsburg-Land. Ich bin ziemlich aktiv gewesen, was Unterschriften angeht, bezüglich gegen Studiengebühren. Ich bin ein bisschen durch die Augsburg-Land-Gegend in Augsburg-Westlichen Wälder unterwegs gewesen, bei uns in der Gegend, und habe da Stimmen gesammelt. Und das Feedback ist sehr positiv. Ich werde versuchen, in nächster Zeit, sobald ich dazu komme, einen Stammtisch auch dort aufzuziehen, dass wir da die Piraten auch einsammeln und strukturieren, damit wir arbeiten können, effizient auf dem Land. Ja, der Sebastian hat eigentlich fast schon alles vorhergenommen, was ich eigentlich sagen wollte. Bezüglich Augsburg-Land ist natürlich einer der Punkte, so eine Organisation von Stammtischen. Können zwar auch Basispiraten machen, keine Frage, aber es funktioniert bei einigen Sachen einfach doch ein bisschen besser, wenn ein Vorstand dahinter steht, der auch die Connections hat, die Verbindungen zu anderen Leuten, um die Leute mit einzubeziehen. Möglichkeiten wären dann auch zu schauen, gibt es irgendwelche politischen Diskussionen, Podiumsdiskussionen oder andere Veranstaltungen in der Region, um auch da das Augsburg-Land mit reinzuholen. Oder sich auch zu überlegen, ob man irgendwelche gezielte Veranstaltungen selber organisiert als Piraten, zu sagen, in dem und dem Bereich von Augsburg-Land organisieren wir jetzt mal einfach irgendwas, um die Piraten einzuladen. Die andere Frage war noch mit Basispiraten und Vorstand.
ja, ich selber war ja auch schon längere Zeit im Vorstand aktiv, auch in anderen Gruppen relativ aktiv. Ich habe einfach gesehen, als Vorstand ist nochmal so ein Tick mehr Verwaltung mit dabei. Das macht mir relativ viel Spaß, auch die Zusammenarbeit mit den Leuten. Und klar, es geht auch als Basispirat, aber es macht irgendwie als Vorstand einfach mehr Spaß. Man hat ein bisschen mehr Möglichkeiten und ist auch ein bisschen schön, die Leute mit ins Boot zu holen, so ein bisschen, ja, die Organisation selber, die Verwaltung. Ja. Andreas, ich habe an dich eine Frage, und zwar, wenn du jetzt Vorstand bist. Wir waren ein cooles Team jetzt, was die Neumitgliederkurse angeht und die ganze Arbeit. Wirst du dafür trotzdem Zeit haben, um Witze weiteres zu machen? Ja, auf jeden Fall, da werde ich weiter mit aktiv bleiben. Das ist ja auch eine Möglichkeit, um dann ein bisschen ins Land reinzukommen, dann nochmal Piraten kennenzulernen. Also spricht eigentlich nichts dagegen, da es nicht mehr weiter voranzutreiben. So. Ja, dann stelle ich jetzt nochmal die Frage, gibt es noch weitere Fragen an die Kandidaten? Okay, gibt es noch jemanden, der spontan noch kandidieren möchte als stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands? Okay, dann schließe ich damit die Kandidatenliste und beende die Fragerunde. Und wir kommen dann zur Wahl. Nein, das habe ich noch nicht. Im Prinzip wäre es ganz gut, wenn jetzt noch mal jemand auf dem Beamer kurz die Zahlen eintippen könnte und die Namen dazu. Weil, also der Andi wäre jetzt nach meiner Liste hier die 1, der Tommy die 2 und der Sebastian die 3. Weil Tommy hat ja seine Kandidatur nicht zurückgezogen, sondern nur gesagt, er muss leider gehen. Und der Wahlmodus ist im Prinzip derselbe wie eben. Ihr dürft wieder bis zu 3 Stimmen diesmal abgeben, weil es gibt 3 Kandidaten. Jeder Kandidat, der euch gefällt, ein Kreuzchen machen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und bitte die... die Reihenfolge der hinteren 2 bitte tauschen. Tommy auf 2, Sebastian auf 3. Dann übermalen und daneben schreiben. Hauptsache der Wählerwille ist erkennbar. Also bitte alle Kästchen übermalen und dann Kreuz neben die Kästchen machen, die du wirklich willst, wenn jetzt jemand schon angekreuzt hat, falsch. Okay. Gut, dann ist der Wahlgang, also dann bitte ich jetzt den Stream abzuschalten und eröffne hiermit den Wahlgang. Achso, ja, die Wahlhelfer präsentiert die Urne, okay, sie ist leer, genau, okay, und wieder da hinten, wo wir eben waren. Ich bin hier mit dem Kopf.
Von daher schließe ich den Wahlgang jetzt. Achso, wer möchte, darf uns gerne beim Auszählen zuschauen. Wir zählen dahin. Wir nutzen die Zeit kurz, um noch was Kleines vorzustellen. Der Andreas und ich, wir machen zurzeit die neuen Piraten, wir sind spannend. Der ein oder andere war dort unser Gast. Ich hoffe, es hat denen gefallen. Wir machen noch weitere Kurse zu neuen Piraten, wenn sich genug in den Ausbruch zusammen sind. Wer will hier auch noch mal einen machen? Wer nicht auf so einen Kurs kommen kann, wer dann nicht gewarnt, wer es verpasst hat. Wir haben eine Anleitung geschrieben, die gibt es jetzt gerade nicht, aber dann ab heute auf der Sparenseite. Und zwar gibt es dort den Unterpunkt Mediathek.
Dort findet ihr ein PDF und in dem PDF ist nochmal alles zusammengeschrieben, wie Mailinglisten funktioniert, wie das Wiki funktioniert, das Privatnet, also alle Tools, mit denen wir in der Partei kommunizieren. Das ist die Seite derer, die das selber lesen wollen und als Hilfe nehmen wollen. Wir suchen aber auch Leute, die daran auch mitarbeiten wollen. Also wer Interesse hat, diese Anleitung weiter auszugestalten, der kann sich bei uns melden. Also wir suchen da Leute, die dort mitarbeiten. Dankeschön. Kleine Anmerkung dazu, für die, die mitarbeiten wollen, ihr kriegt den GitHub-Link von uns, da ist das Ganze dann reingestellt, das ist ein LaTeX-Dokument, also von daher, und wenn ich zum Beispiel Landsberg sage oder irgendeine andere Region, wir brauchen da Hilfe oder kommt doch mal vorbei, einfach bei uns melden. Ja, ich hätte auch noch ganz kurz was zu sagen, es war jetzt gerade eben ein relativ hoher Geräuschpegel. Ich möchte noch bitte darum bitten, wenn jetzt jemand hier vorne ist und etwas sagen will, das ist bestimmt für sehr viele von Interesse. Die Einzelgespräche hier sind sicherlich auch sehr interessant. Wenn ihr die aber führen wollt und die sehr wichtig sind, führt sie doch dann bitte vielleicht raus vor der Tür oder irgendwo in einem Eckchen. Aber dann kann man ein wenig, ja, ich denke auch. Ja. So dass man einfach, wenn hier vorne jemand etwas sagen möchte, dem auch zuhören kann. Dankeschön. Dankeschön. Also, wir haben
tatsächlich einen stellvertretenden Vorsitzenden gefunden. Also. Mit 10 Stimmen und 25% ist es der Sebastian leider nicht geworden. Mit 18 Stimmen und 45% entfielen auf den Tommy und 26 Stimmen und damit 65% auf den Andi. Frage ich dich, nimmst du die Wahl an? Ich nehme die Wahl an, vielen Dank. Dann ist der Teil auch abgehakt. Dann kommen wir als nächstes zur Wahl des Schatzmeisters. Enthaltungen? Wie viele fürs Protokoll bitte? Es gab keine Enthaltungen, im Wahlprotokoll gibt es nachher. Genau, also, dann kommen wir zur Wahl des Schatzmeisters. Die Kandidaten sind Sebastian Grömke und Volker Kusterer. Sebastian hat sich ja bereits vorgestellt, deswegen bitte ich jetzt erstmal den Volker, sich vorzustellen. Also, hallo, ich bin der Volker und ihr wollt ein bisschen wissen, wer jetzt was ich bin. Ich bin jetzt seit sechs, sieben Wochen bei den Piraten. Ich bin also noch ein Grünling. Vom Alter her nicht mehr so, ich gehöre eher zu den Alten. Meine Geschichte. Ja. Beruflicher Art ist, ich bin Elektronikingenieur, habe in München studiert. Wir können es uns ausrechnen. Habe dann die meiste Zeit bei einer amerikanischen Firma verbracht und war in Bereichen Verkauf, Marketing tätig in Europa und auch in Amerika. Die letzten 4 Jahre, bevor ich hier nach Augsburg kam, habe ich als Marketingmanager in Cleveland, Ohio gearbeitet. Das heißt, ich bin auch sicherlich ein Kandidat, der den amerikanischen Ideen sehr nahe steht. Und wenn Leute gegen amerikanischen Wirtschaft oder sowas sind, werde ich da wenig Verständnis haben. Was ist weiter zu sagen? Ja, politische Vision. ich weiß nicht. Also, ich war vorher in keiner anderen Partei. Allerdings war meine erste politische Aktion in den 69er Jahren. Demonstrationen in München, die dann doch zu erheblichen Veränderungen in der Republik geführt haben. Und das sehe ich jetzt in einer Weiterentwicklung hier bei den Piraten, die sich jetzt allerdings neuen Werten und Internetfreiheit, die mir sehr wichtig ist, und vor allem die Informationsfreiheit für junge Leute, die in den kommenden Jahren darauf basieren werden, ob ihr Engagement und Knowledge ihnen wirklich zur Verfügung steht. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache und dafür bin ich in der Piratenpartei. Nun, als Schatzmeister würde ich die buchhalterische Seite mehr von der mathematischen Seite sehen, mit Excel-Tabellen und so. Die Vision als Schatzmeister wäre mehr Pfandresen. Die Piraten haben meiner Meinung nach fast kein Geld. Sie sind arme Mäuse. Und hier, glaube ich, sollte ein wenig passieren, damit wir uns vorbereiten können im nächsten Jahr auf die kommenden, wahrscheinlich etwas teureren Wahlveranstaltungen. Das würde ich sagen. Fragen. Also noch kurz zu meiner Kandidatur als Schatzmeister. Ich kandidiere als Schatzmeister, weil ich mich dafür, ich sehe mich dafür geeignet. Ich habe eine kaufmännische Grundausbildung. Von dem her kriege ich das, was im KV anfällt, über die Bühne.
Verantwortungsbewusstsein ist meiner Meinung nach bei mir auch gegeben. Gewohnheit. Und was noch vorhin Fragen waren, das war, wie alt ich bin. Ich bin 20 Jahre. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Und ja, wähle mich als Schatzmeister. Danke. Okay, ich frage jetzt erst nochmal meine obligatorische Frage nach Spontankandidaten. Und beim Schatzmeister ist das noch unwahrscheinlicher als sonst. Und dann frage ich nach Fragen aus dem Plenum. Ich habe es gelesen, ja, auf dem Handy-Liste, ja. Geht. Ja. Kurze Frage an zwei. Muss, ja. Was qualifiziert euch für die Schatzmeister? Wie schon erwähnt, kaufmännische Grundausbildung, ich kann mit Geld umgehen. Ich habe buchhalterisch angefangen und meine Grundlagen habe ich definitiv. Und ja, als KV-Schatzmeister ist jetzt das nicht so viel Geld, was da verwaltet wird. Ich habe schon Kontakte geknüpft zu den Schatzmeistern, zum ehemaligen Schatzmeister des Bezirksverbands und zum aktuellen Schatzmeister des Bezirksverbands. Habe mich da schon ein bisschen instruieren lassen, von dem her, ich weiß, was auf mich zukommt und ich fühle mich der Sache gewachsen. Ja, also ich habe 40 Jahre Erfahrung im Sales Management, nannte das Account Manager und Marketing Management. Dazu gehörte auch Budget aller Art, dazu gehörten Kundenbeziehungen und die Verteilung des Geldes. Und natürlich im Wesentlichen der Einnahme des Geldes. Das waren, glaube ich, Erfahrungspunkte, die einen Schatzmeister qualifiziert haben. Ich habe deinen Kommentar gesehen. Christian? Leute, du hast gerade gesagt, wir sind arm und du möchtest was dagegen tun, aber du bist nicht darauf eingegangen, in welcher Art und Weise du was tun möchtest. Also das ist eine hohle Phrase gewesen und ich möchte bitte, dass du sich das richtig fühlst. Das nennt sich auf Amerikanisch Fundraising und man versucht dann natürlich Spenden zu bekommen. Spenden von den Mitgliedern selber, das ist der kleinere Anteil. Im Wesentlichen wird eben versuchen, das über Spenden von außen, auch über die Wirtschaft zu machen. Ich arbeite auch zusammen mit Tom, AG Wirtschaft, das wurde sich also hier miteinander führt. Wir haben es ja gefragt. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Gut, ich sehe das nicht so. Oder? Nein. Gut, dann beenden wir. Okay. Ja, wie gesagt, beide, wir sind ziemlich arm, aber. Ich bin jetzt mit Geld nicht so vertraut, aber 6.000 Euro flüssig oder wie viel war das? Das ist doch eigentlich ganz viel Geld, oder? Wir sind ja Bezirk. Bezirk. 7.700. Aber nicht im Preis. Also als kurze Richtigstellung, die 6.000, die er im Kopf hat, das sind die 7.700 Euro des Bezirksverbands. Das ist der aktuelle Kontostand, der auch im Wiki einsehbar ist. Und im Kreisverband fallen davon nur wenige Prozent an. Auch wenn alle natürlich umsonst arbeiten, ich meine, das muss man auch schon lesen, eigentlich ist das AGs, umsonst arbeiten ja auch schon ein Wert. Ja. Bleiben natürlich mit, seien es 6.000 oder 7.000, das sind ja auch Peanuts. Gut, jetzt gibt es noch Fragen an die Kandidaten. Gut, dann erkläre ich jetzt wieder den Stimmzettel. Es geht jetzt um den Stimmzettel Nummer 3. Steht oben groß drauf, Stimmzettel Nummer 3 und er ist gelb. Die Nummer 1 bitte für den Sebastian, die Nummer 2 für den Volker. Und die Kandidatenliste ist übrigens geschlossen. Und dann bitte ich den Stream abzuschalten. Die Wahlhelfer präsentieren kurz die Urne, dass sie auch wirklich leer ist. Sie ist leer,
falls es jemand sehen möchte, da hinten. Okay, und es ist wieder Approval Voting. Ihr habt wieder zwei Stimmen zu vergeben. Derjenige, der am Ende die meisten Stimmen hat, wird gewählt. Und der Wahlgang ist damit eröffnet. Haben alle die Stimme abgegeben? Will noch jemand? Nein.
Okay, dann erkläre ich den Wahlgang hiermit für geschlossen. Und er findet uns wieder hinten. Was? Hey, noch mal jemand? Okay, dann läuft der Wahlgang noch. Oh, was? Seid ihr jetzt fertig? Okay, der Wahlgang ist geschlossen. Es ist 17.17 Uhr. Und wir zählen da hinten wieder aus. Doch, Tommy hatte 18 Stimmen als Stellvertreter. Aber die haben nicht gesagt, wie viele Stimmen abgegeben wurden. Ja, mit Stellvertretern. Beim Vorsitzenden ist es noch gesagt, ich habe gegebene Stimmen. Ich weiß nicht. Du musst halt abgleichen. Ja. Du hättest halt bei Leuten eine Scheiße lassen wollen. Muss ich eigentlich dann noch was unterschreiben? Ich muss mich schon mal das Ding. Aber das machen wir ja auch. Beispielsweise, hier ist in dem so ein Bild, da kann man ja beispielsweise einen Stammtisch machen. Oh ja. Also ich finde, wir sollten jetzt die Beisitzer vorstellen. Also ich sehe Kerstin Tom, Sebastian Krünke, Martin Tarkovic, Bettina, Jürgen Schmidt. Sag doch mal, die sollen gleich weitermachen. Beispiel. Vorstellung Beisitzer. Nee, du brauchst doch einen Versammlungsleiter. Brauchst du Alex oder den Martin? Martin steht selber auf der Liste. Martin braucht es. Was? Nix. Ich dachte, jetzt so Martin Tarkovic noch mal an. Wie diese Filme sind ausgezählt werden, DDR-Pizzeria, dazu übergehen, Spionage-Pizzeria, Kandidaten zum Beisitzer, bitte nach vorne. Kannst du mir mal Spätsitzer holen, auf Wahl? Ja. Einen Kandidaten zum Beisitzer, wer bietet noch mehr? Was macht ihr zwei, ne? Ja, zwei. Also, Kandidaten zum Beisitzer, wir haben zwei. Wer möchte auch noch? Hey, David, willst du jetzt? Ja, zwei hier vorne. Ansonsten traut sich keiner vorzukommen. Kann ich das noch? Also, wer möchte noch zum Beisitzer kandidieren? Na gut, gehen wir über zur Vorstellung der Wahl. Müsste, können, soll? Lessmann. So, dann gebe ich das Wort. Stellvertretender Vorsitzender. Hallo, ich bin der Michael, ich bin 41 Jahre alt, ein gelernter Gärtner und gelernter Mediengestalter. Zurzeit arbeite ich in der Logistik, in der Tobi, da wohne ich auch. Ich interessiere mich sehr für Umwelt und soziale Belange. Ich finde auch, dass das bei den Piraten auch in Augsburg noch ein bisschen zu kurz kommt, das Thema. Deswegen würde ich mich da gerne im Vorstand des KV mit einbringen als Beisitzer. Piraten bin ich seit letztes Jahr. Ja, das war es eigentlich. Danke. Hallo, ich bin die Kerstin. Ich bin staatlich geprüfte Musiklehrerin. Ich bin seit Ende September dabei und fühle mich sauwohl. Und für mich war ausschlaggebend, dass der Fritz für die Kreisverbandsgründung die Idee hatte, dass es auch ein Ort sein könnte, neue Leute anzulernen. Und auf der Basis kandidiere ich. Ich bitte darum, wer private Konversationen hat, sie außerhalb des Raumes zu verhalten. Danke.
Hallo, also mein Name ist Martin, ich bin von Beruf Langzeitstudent. Ich hatte bereits die Ehre, im Vorstand von Schwaben zu arbeiten und weiterhin sowohl als Gänseck als auch als Beisitzer und bin letztes Jahr eben nicht mehr angetreten. Ich hatte überlegt, ob ich hier antrete. Das hat sich jetzt bis vor 10 Minuten, dann habe ich die Entscheidung getroffen. Ich werde nicht antreten. Ich bin für die wichtigen Arbeiten, die im KV antreten, reicht es auch, wenn ich einfach effektiv mitarbeite oder wenn es mir halt in dem Moment wichtig ist, auch eine Themenbeauftragung übernehmen. Deswegen danke ich erstmal für das Vertrauen von den Leuten, die mich vorgeschlagen haben. Ich werde jedenfalls in dieser Legislaturperiode, Amtsperiode nicht für den Vorstand zur Verfügung stehen, es sei denn als einfaches Mitglied. Danke. Hallo, mein Name ist Mohamed Ellis, alias Momo. Ich kandidiere für den Beisitzer, weil ich glaube, man muss auch aktiv Verantwortung übernehmen und dies sollte man möglichst in einem Posten tun. Ich bin Beisitzer, weil ich noch einiges lernen muss und will. Ich bin auch seit 4 Monaten bei den Piraten. Und ja, so weit ist es. Okay, gibt es Fragen an die Kandidaten? Wie oft soll ich nach Kandidaten fragen? Du? Ja, hallo, mein Name ist Jürgen Schmidt und kann ich hier für einen Beisitzer und kleine Kritik hier, die Frage vorhin war an die Kandidaten gestellt, ist mal Amazon, ist natürlich klar, aber ich hoffe, dass die Leute mich jetzt auch aussehen lassen und wieder zwischenrufen, wenn es nicht ganz passt. Ich habe ein bisschen was vorbereitet und zwar stehe ich kurz selber vor. Ich habe Informatik studiert und arbeite im größten Hersteller der Welt für Roboter. Und bin dabei bei den Piraten eigentlich schon seit 1000. Darauf habe ich schon immer gewartet. Heute will die SPT eintreten, aber die haben leider keine Informatik-Themen. Und hier daher. Sehr schön, bin sofort auf mich drauf gesprochen. Und mir sind die Themen wichtig für Aufschwung. Zum einen die Wirtschaft. Unser größtes Platz ist ja die Bildung und das soll ja in der Zukunft. Der Bildung, unsere größte Chance ist die Bildung, die ja der Wirtschaft zugutekommen soll, später und wir als Piratenpartei können vor Ort hier, glaube ich, Technologie in die Bildung mit einbringen. Ich sehe da viel Potenzial, was man auch vor Ort machen kann. Und ein wichtiger Punkt auch noch für mich ist, dass Aufschwung grün bleiben muss. Und die Grünen können es leider nicht mehr und ich sehe da. Dass die Piraten auch dafür kannst die Fläche mal kurz mal eine Jacke geben? Unsere mach jetzt auf Zech. Was mir auch noch wichtig ist, persönlich, der KV zahlt. Was nicht so gut ankommt, ist Nazi-freies Augsburg. Ich finde, das Problem ist, dass immer noch die Nazi-Infrastruktur da ist und das Geld zum Abbau geht, aber auch da kann man die Piratenpartei Sachen ändern. Und ich fordere von der Piratenpartei, was ich dann auch selber unterstützen würde, einen härteren Kurs gegenüber anderen Parteien. Wenn man jetzt hier zum Beispiel vom OB diese Aufspurgeaktion anzieht, da braucht man einfach mehr Eier, um dagegen mit aufzubauen. Kein Kuschelkurs, komm mal mit dem Stammtisch vorbei oder so. Ja, was ich noch kritisieren möchte, ist die Parteiinteressenssituation. Die hat sich langsam Grüppchen gebildet. Wo von außen schwer ist reinzukommen, das ist keine Kritik, das ist nur ein Einschuss. Und wir brauchen neue Entwicklungen, also
neue Gesichter, nicht jetzt zum Beispiel Martin, der jetzt auch selber angeht, sehr gut, der schon erfahren hat, wir brauchen einfach einen Aufbau von neuen Kandidaten, die man neu entwickeln, bis in ein paar Jahren eben, wo es dann ernst wird. Und wenn man nur immer mit gleichen Leuten tanzen, die dann mal ausfallen, wir müssen einfach Entwicklungsarbeit bei dem Personal selber leisten. Und ja, das ist Kritik. Dann habe ich ein persönliches Anliegen, und zwar möchte ich kurz noch auf die FZ. Also wer die Süddeutsche den Artikel letztens gelesen hat, der war sehr kritisierend. Da geht es um Echtzeit, dass die Piraten nicht echtzeitfähig werden, auf politische Meinungen zu reagieren. Mein Vorschlag war früher schon immer, dass man Liquid Feedback auf die Aufschrocker nehmen. Und ich sage, eine Software kann man selber in 2 Tagen aufstellen, die das Meinungsbild der Piraten in Augsburg einfängt und direkt weiterleiten kann. Also hier muss nicht dann der Vorstand selber Meinung geben. Also wir haben jetzt ein schönes Beispiel im Schwabitzer-Vorstand, wo Willi Grasser sagt, die E-Zigarette, das Gesetz, das soll nicht verschärft werden, man darf auch innen rauchen und so mit der E-Zigarette, ist gute Sache, aber wichtig wäre ja, dass wirklich mehr Basisdemokratie wagen, ist ja auch ein Grundsatz bekommen. Und da wäre so ein Abstimmungsprogramm wichtig, was auch der gesamte KV-Aufschwung überdenkt. Und das ist möglich. Das wäre in kurzer Zeit aufstellbar und wäre eine Reaktion von wirklich gut angebrachter Kritik von der Süddeutschen Zeitung. Ich würde das auch selber machen, in der Prototypenversion, und wir können dann weiterentwickeln. Und das wäre mir ein Thema, was ich, wie gesagt, schon mal mit Liquid Feedback Aufschwung oder sowas leider abgelehnt wurde, und ich hoffe, dass wir da was auf die Bahn bringen. Und in der Position als Meister könnt ihr das auch mehr auf die Reihe bringen und Leute, die dagegen sind, auch ein bisschen mehr Einfluss nehmen. Ja, als Basispirat bisher sehe ich auch nicht so die starke Einflussnahme eben auf einen starken Klickengruppenkern, und das versuche ich jetzt durch den Beisitzer zu erhöhen. Und letzter Abschlusssatz. Ja, wollte ich nur sagen, die Piratenpartei hat mich verändert in den Jahren. Ich bin wirklich entscheidungsoffener gewesen. Also wenn es eine Abstimmung gibt, auch die mir nicht passt, war ich früher immer dagegen. Die hat mich wirklich verändert, um zu sagen, okay, das ist eine Mehrheitsabstimmung. Ich mache die mit und finde die gut. Und die Piratenpartei hat in dem Sinne mich verändert, und ich hoffe auch, dass die Piratenpartei sich von mir jetzt dann verändern lässt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, ich verkünde jetzt erstmal kurz das Ergebnis der Wahl zum Schatzmeister. Mit 20 Stimmen und damit 50% der abgegebenen hat der Sebastian leider unterlegen, und der Volker ist mit 26 und 65% gewählt worden. Und hat sich damit zuletzt die Wahl an? Knappes Ergebnis, ja. Aber okay, interessant. So. Weißt du noch die Prozente beim ersten? Sebastian. Ich weiß jetzt nicht genau, wer hat sich jetzt schon vorgestellt. Du bist die Kerstin. Michael, okay, dann weiß ich das auch. Volker hatte 55, ne? Gut, habe ich mitbekommen. Sebastian steht auch auf meiner Liste. Möchtest du auch als Beisitzer antreten? Also ich stelle mich auch als Beisitzer ein. Gut, also zur Wahl stehen jetzt die Kerstin, der Sebastian, Martin hat zurückgezogen, habe ich das richtig mitbekommen? Okay, Bettina hat zurückgezogen, Jürgen, Momo, Andi ist gewählt, Kevin steht hier noch einer auf meiner Liste, wer ist das? Zieht zurück, okay, dann eben der Michael. Gut. Dann frage ich jetzt ins Plenum, wer hat Fragen an die Kandidaten, einzeln oder insgesamt?
Ich hätte eine Frage an die restlichen Kandidaten. Wo kommt ihr her und wie alt seid ihr? Was macht ihr so? Stell dir ein. Ich komme aus Augsburg-Stadt. Ich bin verheiratet, habe einen erwachsenen Sohn, der 18 Jahre alt ist. Und bin vom Beruf eben standesberufte Musiklehrerin, bin aber im Moment zu Hause. Ja, also ich bin der Michael, bin 41 Jahre noch, nächstes Jahr dann 42, bin gelernter Gärtner, bin gebürtiger Augsburger und wohne jetzt in Gersthofen. Hallo, ich bin gebürtiger Augsburger, bin 34 Jahre alt, habe hier alle Schularten besucht, von der Hauptschule, der Realschule, Bayernkolleg, habe dann auch vorher eine Ausbildung als Chemikant absolviert und studiere jetzt Wirtschaftslehre. Weitere Fragen? Ja, ich habe mein Alter vergessen, ich bin 34 Jahre alt. Okay, gibt es weitere Fragen an die Kandidaten? Also, die erste Frage geht an den Michael. Du bist sehr kurz dabei, deswegen meine Frage, warum jetzt gleich Vorstand? Merkst du einfach, sonst muss ich wieder Herd auf. Und dann die andere an Jürgen ist, ist einfach so auch meine persönliche Frage an dich. Warum, oder warum kannst du mir das erklären, warum ist es schwierig in die internen Kreise, da ist mal die Frage, was sind interne Kreise für dich, reinzukommen und weil du auch schon länger mit dabei bist und wenn das ein Problem gewesen wäre, hätte man das, nein, das ist, ich will es nur wissen und auch die Versammlung will es wahrscheinlich wissen und man kann ja miteinander sprechen, deswegen wollte ich fragen, vielleicht kann man das auch klären, was die internen Kreise sind. Jetzt erstmal nicht mehr. Seinen Namen. Ja, also ich traue mir das halt einfach zu als Beisitzer. Ich denke, dass man da auch mehr bewegen kann jetzt wie als Basispilar. Und ich sehe halt schon, dass in meinen Bereichen, die mich ja am meisten interessieren, also Umwelt und Sozialbelange, dass da in Augsburg sehr hapert und da würde ich mich einfach im Vorstand der Piraten gern mit einbringen und denke, dass ich da auch richtig am Platz bin. Das ist eine Intention. Ja, und dann kann ich das fragen, interne Kreise. Kathi, danke für die Frage, interne Kreise, damit ist gemeint, also das ist im Interview mit dem Lauer, falls du das mal gehört hast, wurde es auch angesprochen, und zwar, die Piratenpartei gibt es ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren, und die Kreise, die sich vom Anfang an kennengelernt haben, bilden Hart und Kern, was ja auch gut ist, und das ist ganz normal, ist, also das ist keine Kritik. Das ist ein normaler gruppendynamischer Prozess, dass sich halt eine Gruppe bildet und für außenstehende Neue wird es schwierig. Und da möchte ich auch ein positives Beispiel nennen, eben David, der sich super integriert hat, eben durch seinen Posten und als relativ noch Neuer, soweit ich das weiß, sehr gut dazugestoßen ist und seine Arbeit sehr gut macht. Und diese Integration in die interne Gruppe, in die Clique, in den Kern, als ein eher Neuerer, ist durch seinen Posten. Ich spreche von mir. Nee, verstehe nicht. Naja, es geht ja um Augsburg. Ich dachte, du sprichst von Augsburg in deinem Kreis. Verstehst du? Du differenzierst zwischen Augsburg und Schwaben. Nein, ich spreche nicht von KV Augsburg. Ich dachte, du sprichst von Augsburg. Nimm halt Namen. Namen? Es ist kein Vorwurf. Ja, also ich verstehe die Frage leider nicht wirklich. Warst du schon mal auf dem Kuh-Treffen in Berlin? Es gibt viele verschiedene Organisationsformen. Schluss ist klar. Also, dieses Problem ist ja kein Problem, es ist ja normaler. Gruppendynamische Vorgänge, das in allen Verbänden, in allen Gruppen immer wieder vorkommt. Also jetzt zum Beispiel auch, wie es der Lauer eben in Berlin berichtet, dass eben der Kern, der am Anfang dabei war, egal wo, also kannst alles hernehmen, dass es dann schwierig ist für Leute, die neu dazukommen, ist, dazuzukommen, aktiv. Die trifft sich auch in der Arme. Das ist nicht deine Frage beantwortet, oder? Sagt ihr das was? Komm doch mal vor. Die sind ganz so sicher. Ein
allen Dingen geht es um das Outsport, Schwierigkeiten hat, neue Mitglieder reinzubringen. Richtig? Wie überall, denkst du. Und deswegen war meine Frage, was können wir, wenn es ein Problem hier ist, dass die neuen Mitglieder Schwierigkeiten haben, reinzukommen, was können wir da tun? Das war keine Kritik, das war eine Frage. Ja, also da sind Entschuldigung, neue personelle Entwicklungen an, wo man eben auch Posten einfach neue gibt, die jetzt noch nicht in den harten internen Kern reinkommen, der sich dann immer ständig selber wählt. Kein Vorwurf, das ist halt so. Es ist ja keine Kritik, das ist ein normaler Vorgang, oder bitte? Mich würde es im Prinzip interessieren, wenn du da ein Problem siehst, welche Namen das sind oder wo du da Strukturen siehst, die schon verhärtet sind. Also wenn du so ein Problem ansprichst, dann benennst du es. Also sag die Namen dazu, sag die Probleme, die du konkret hast, vielleicht hängst du an einem oder einem anderen Beispiel auf. Also ich betone es immer wieder, es ist kein Problem, es ist ein ganz normaler gruppendynamischer Prozess. Aber wenn es kein Problem ist, dann ist es. Also gut, ich nenne ein konkretes Problem. Da war ich Hartz-IV-Empfänger nach dem Studium und war bei allen Veranstaltungen privat auch noch Tage investiert. Und dann komme ich zu ihm, er gibt ein Interview an der SZ. Neue Szene, Entschuldigung. Und da wird nach die Zeit, wie viele Stunden investierst du als Pirat in der Woche? Tumpft er mit 4 Stunden auf und sagt, ja, haha, Jürgen, du wahrscheinlich bloß eine. Ich war auf mehr Veranstaltungen als eben. Es ist kein Vorwurf, sowas, aber. Also hier ist das Problem, dass der innere Kern nicht sieht, was ein Basisdemokrat. Also ich würde jetzt gerne die Frage beantworten, auch wenn die Kritik nicht schmeckt. Also, auf was ich eigentlich kurz raus will, ist, dass die Arbeit nur, die im Vorstand gemacht wird, gesehen wird. Einen Basispirat viel Zeit einsteckt, dann heißt Kathi selber, wir haben uns getroffen, auf dem Parteitag in Offenbach, Bundesparteitag, war ich 2 Tage übernachtet, den 2. Tag habe ich nicht gesehen. Du kommst zu mir eine Woche später, ja, schön, dass man dich auch mal wieder sieht. Ja, so war's aber. So war's? Ja, uns freut alle. Ja. Sprichst du es an, ich hätte es nicht angesprochen. Du sagst, ich war den 2. Tag nicht da, das ist richtig, ich war aber 1 Tag da, immerhin schon mal gut, aber deswegen muss mir keine Vorwurfsvoll machen, aber wie der Fritz jetzt auch reingeworfen hat, du kommst nach über einem halben Jahr an den ersten Stammtisch wieder und hast dich doch kurz davor eintragen zum Beisitzer. Und da werde ich, das ist komisch für mich, verstehst du, da muss ich nachfragen, wo warst du das halbe Jahr, weil du davor schon aktiv dabei warst und kommst, tauchst auf mit Eintrag der Kandidatur. So, und da werde ich kritisch und frage nach und das ist mein gutes Recht. Ja, danke, ich verstehe die Frage. Habe ich uns damals auch erklärt, wie gesagt, ja bei der KUKA angefangen und habe eigentlich von früh bis spät dort gearbeitet, um mich sehr gut zu etablieren und an meinem Beruf zu arbeiten. Das hatte ich Prioritäten. Ich habe auch einen Beruf. Verstehst du das Hindernis nicht dran? Frage, was zu tun. Das ist meine Meinung. Die Ausrede, ich habe keine Zeit, das gilt nicht. Das gilt nicht. Ich habe auch einen Vollzeitjob, arbeite bis abends und arbeite dann halt nachts für dich geladen. Und jetzt sagst du mir, ich muss an meinem Beruf arbeiten. Also, nein, die Frage zieht ja jetzt auch was ganz anderes ab. Wir haben einen Antrag. Entschuldigung, das läuft auf ein Zwiegespräch hinaus, genau. Das muss man jetzt leider abbrechen. Und außerdem müssen wir irgendwann mal rauskommen. So, die Reihenfolge seht ihr da. Was macht Tommy? Stimmt, Tommy ist noch aufgestellt, okay. Dann Tommy als Nummer 6 ist okay, werde ich mir notieren. Gut, also, wir brauchen dieses Mal 2, die über die 50% kommen. Das heißt, gerne auch mehr Kreuze machen, bitte.
Ihr dürft bis zu 6 Kreuze machen, weil wir haben 6 Kandidaten. Wir wählen weiterhin nach dem Approval Voting. Und gewählt sind die beiden, die am Ende die meisten Stimmen bekommen. Gewählt wird jetzt mit dem Stimmzettel Nummer 4, der ist grau-braun oder sowas in der Art. Ja, passt. Ja, ich habe das nur gerade, also ich habe Copy-Paste. Je nach Lichteinfall. Montag, Dienstag, Mittwoch. Und im Prinzip, genau, die Zahlen seht ihr hier vorne am Beamer. Das ist in genau der Reihenfolge werden wir sie dann auch nehmen. Die Wahlhelfer präsentieren bitte kurz nochmal die Urne. Okay, die Urne ist leer. Wer es sehen möchte, da sieht man es. Okay, und dann bitte ich den Stream abzuschalten. Und der Wahlgang ist eröffnet. Ich wollte gerade noch einen stellen, aber das So, dann wählen wir. Den haben wir nicht. Also das ist ganz klar. Weg von der Weinwand! Spritze! Lunze! Danke! Wir bräuchten so eine Kopfmusik zwischen drin. Ja, dann habe ich halt keinen Jahrstuhlzettel.
Thank you.
kennt dann mit der auch das Problem. Nein. Das war für mich der Wahl für eure Beisitzer bekannt gegeben. Schau ich mal. Doch, ist er nicht am Kommen. Bis dahin kann er vielleicht. Ah ne, da kommt er ja schon. Wunderbar. Das Protokoll. Danke. Also die genauen Ergebnisse habe ich jetzt nicht alle. Ich habe nur die zwei, die über 50% sind. Mit 58,3% und 21 Stimmen ist gewählt die Kerstin. 63,89% und 23 Stimmen der Sebastian. Ich bitte die beiden jetzt schon nach vorne zu kommen. Das kriegen wir dann noch später mal. Also ich frage jetzt mal den Sebastian, nimmst du die Wahl an? Ja, und Billy, danke. Kerstin, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an. Dankeschön. Damit ist euer Vorstand komplett und ich gebe jetzt nochmal an die Versammlungsleitung. Ja, ziemlich sicher, dass das alles klar ist. Wunderbar, vielen Dank an den Wahlleiter für die durchgezogene Wahl. Jetzt habt ihr also einen kompletten Vorstand, das ist schon mal wunderbar. Es fehlt noch zwei Personen hier noch. Und zwar braucht ihr noch Kassenprüfer. Kassenprüfer sind dafür notwendig, um zwischen während des Amtszeit, während der Amtszeit, bitte seid ein wenig ruhiger, Dankeschön, um während der Amtszeit einfach mal beim Kassenwart, bei eurem Schatzmeister vorbeizukommen und die Kasse zu prüfen, zu schauen, ob alle Belege da sind und so weiter. Hierfür brauchen wir zwei Freiwillige. Wer wäre bereit, diesen Posten als Kassenprüfer zu übernehmen? Wir brauchen auf alle Fälle zwei Freiwillige. Da haben wir hier schon mal einen. Wer ist noch bereit dafür, Kassenprüfer zu machen? Schau mal bitte, ob das Glenn zu sehen ist. Wir brauchen definitiv zwei Kassenprüfer. Dort haben wir noch einen. Es kommt noch einer von hinten. Kommt bitte noch mal kurz vor. Ich möchte auch noch kurz eine weitere Sache, bevor wir die Wahl der Kassenprüfer machen. Das ist dann Zustimmung, außer es fordert jemand eine geheime Wahl. Möchte noch aus dem Kreis Landsberg Oliver eine Einladung aussprechen. Oliver, noch mal bitte kurz vor. Wer geht eigentlich? Aber jetzt klar. Ich heiße Olli, mein Vornamen Oliver. Und zwar, ich wollte Werbung machen für unseren Piratenbrunch in Landsberg am Lech am 12. Februar. Anlässlich unseres Wahlkampfs, OB-Wahlkampfs in Landsberg. Und zwar, der kostet 15 Euro Eintritt. Dafür gibt es ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Im Anschluss daran das Mittagessen eben. Vorher werden auch unter anderem der Sebastian Nerz und diverse andere Vorstandsmitglieder. Und genau, die Karten sind ab sofort mit mir zu erhalten. Also wie gesagt, 15 Euro. Und wir freuen uns, wenn viele von euch bei uns begrüßen dürfen. Wer geht denn vom Vorstand zu uns? Dankeschön, Oliver. So, jetzt hatten wir am 12. Februar nochmal, am 12. Februar in Landstag am Lech. Jetzt hatten wir hier drei Kandidaten für die Kassenprüfer. Bitte steht doch mal kurz auf und kommt am besten kurz hier vor, dass ihr euch vorstellen könnt.
Also die Sache ist auch die, kurz zur Erklärung, wir brauchen mindestens 2 Kassenprüfer. Es ist durchaus möglich, auch 3 Kassenprüfer zu haben. Bitte stell mich mal kurz vor. Also ich heiße Walter, bin bei den Piraten seit circa 3 Monaten. Das ist vom Kassenprüfer. Ich bin Diplom-Betriebswirt, denke also von daher. Danke für die Mitunterschrift. Bin ich wahrscheinlich Dienstag da. Und das Kassenprüfer meiner Meinung nach nicht so viel Arbeit erfordert, denke ich mir einfach, ob ich mich zur Verfügung gestellt habe. Ja, hallo, mein Name ist Gerd Spindert-Liebert. Ich habe einen Doppelnamen. Bin verheiratet und ich habe das jetzt eigentlich nur gemacht, mich hier zur Wahl zu stellen, weil sich gerade nur einer gemeldet hatte und es so aussah, als wenn ein Notstand entstehen könnte. Wenn 2 andere gefunden werden, bin ich bereit zurückzutreten. Ansonsten mache ich die Arbeit natürlich so wie vorgesehen. Danke. Ja, hallo, ich bin Karl-Heinz, bin selbstständiger IT-Consultant, habe von daher schon viel mit Buchführung zu tun, arbeite meistens als Projektleiter, habe da auch größere Budgets zu verwalten und zu kontrollieren und das richtig denkt, dass ich das auch kann. Wenn ihr denkt, dass ihr mich haben wollt, um da mal ein Auge drauf zu schmeißen, dann mache ich das. Danke. Jetzt frage ich als allererstes, will jemand geheime Wahlen? Wir können das eigentlich, also diese Wahlen dürfen vom Gesetz her per hochhaltender Stimmkarte abgestimmt werden, aber wenn jemand geheime Wahlen hier fordert, müssen wir die natürlich auch geheim durchziehen. Fordert jemand geheime Wahlen? Nein. Geheime Wahlen. Fordert jemand? Nein. Niemand? Okay. Dementsprechend machen wir das Ganze per Abstimmung. Behalten alle 3 Kandidaten ihre Kandidatur aufrecht, dann würde ich einfach sagen, wir stimmen auch block ab, ob jemand. Also wenn die 2 das definitiv machen, okay, dann würde ich vorschlagen, wir stimmen einfach en bloc ab, ob jemand mit den beiden Kandidaten übereinstimmt. Wer ist dafür, dass die beiden Kandidaten den Job des Kassenprüfers übernehmen? Dankeschön. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Keine Enthaltung, dann stelle ich fest, dass die Kassenprüfer einstimmig gewählt sind. Vielen Dank. Das heißt noch nicht ganz, nehmt ihr die Wahl an. Ich sehe, die beiden Kassenprüfer nehmen die Wahl an. Bitte meldet euch nachher noch beim Protokollanten, dass wir da die Namen machen können. Vielen Dank. Dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel. Eine Durchsage muss noch gemacht werden. Der Willi sucht vom Beamer so eine Hülle, so eine weiße, durchsichtige Folie für den Beamer zum Einpacken. Hat ihn zufällig irgendjemand gesehen? Super, das war unsere Zweifel. Also falls jeder mal bei sich schauen, ob er es irgendwo findet, wäre super, danke. Wunderbar, dankeschön. Ansonsten bleibt nur noch mir eins zu tun, nämlich die Versammlung zu schließen. Das möchte ich aber nicht machen, bevor ich nicht den Vince hier vorbitte. Denn das letzte Wort in dieser Versammlung soll natürlich euer frisch gewählter Vorsitzender haben. Die Kassenprüfer, die Namen. Die Namen kriegst du gleich von den Kassenprüfern. Falls es nochmal auftaucht. Dann schließe ich hiermit offiziell die Versammlung und übergebe zum Schlusswort an euren neuen Vorsitzenden. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz, ganz arg bei den vielen Leuten, die mitgeholfen haben, dass es funktioniert, dass die Veranstaltung so über die Bühne gegangen ist, wie sie über die Bühne gegangen ist. Ganz dickes Dankeschön an den Fritz, der hier die Boxen angeschleppt hat und so weiter und die Tontechnik. Vielen lieben Dank an den Willi, der schon los muss mit dem Beamer und für die Akkreditierung. Super, Dankeschön. An dich ganz großes Dankeschön, auch an den Alex, den ich gerade nicht sehe, Alex Lessmann. Auch ein Dankeschön für die Versammlungsleitung. An die Wahlleitung, TJ, super, vielen Dank. An die Wahlhelfer, ebenfalls großes Dankeschön. Und dann seid ihr, wenn ihr alle eure Getränke und Speisen bezahlt habt, ordnungsgemäß, entlassen. Dankeschön. Wir sehen uns dann alle am Start. Thank you.
deutlich okay. Wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ja, die taucht schon. Fehlt euch an Zahlen? Also, wie viele Tommy-Stimmen? Oben. Bitte alles abgleichen. Es kann sein, dass es falsch rausgegangen ist. Ja, das ist ja kein Problem. Also, Vorsitzender. Genau, Vorsitzender. Vince 35. Ja, Tommy 12. Nein, Vince ist ein Tommy. Protokoll werden Sie genommen, der dann nicht ist. Das 35? Macht 87,5% ja, insgesamt 40. Okay. Thomas 12. Aber ich werde die Prozentzahl im Wahlprotokoll mit drin. 40 Null. Es war eine einzige ungültige Stimme im ganzen Prozess. Und die war nicht beim, so, beim Stellvertreter. Andi 26. Thomas 18. Basti 10. Wie viel abgegeben Stimmen? Abgegeben 40, Enthaltungen 0. Schatzmeister Sebastian 20. Volker 26. Ungültig 1. Ungültig 1. Abgegeben 41. Warte, langsamer, dann komme ich mit. Ja, wo bist du? Also 41 abgegebene Enthaltungen, eine. Ungültig eine, aber es ist die Zahlen angepasst. 2026.